Hallöchen, Christian, grüß dich. Hallo Wolfgang. Na? Ich sehe gerade, wir sind im Partnerlook heute. Ja, ich habe es aber auch gerade eben erst gesehen. So muss das sein. Ja, ich habe gerade gemerkt, ich wollte wie immer meinen Instagram-Post machen, für den du mich ja mal gelobt hast. Ja, Und da bist du sehr während ich gut den immer. gemacht habe, ist mein Handy-Akku leer gegangen. Nein. Ja, und jetzt habe ich mein Handy neu durchgestartet und jetzt fokussiert die Kamera nicht mehr. Also irgendwie mit der Technik, Dann brauchst da du ein ist neues echt Gerät nötig, dass Apple einfach. mal irgendwas Neues rausbringt. Dann brauchst du einfach ein neues Gerät. Ja. Übrigens, ich möchte anmerken, das ist nicht abgesprochen, dass wir das gleiche T-Shirt anhaben, denn unser Konzept beruht ausschließlich darauf, dass wir uns nicht vorbereiten. Das stimmt, ja. Ist ein sehr, sehr wahres Wort. Und ja, wahrscheinlich willst du mich als nächstes fragen, worum ging es denn letzte Woche? Und dann sind wir wieder beim Thema Vorbereiten. Werde ich dich gleich fragen, aber du hast es gerade schon Ja. angesprochen. Just in diesem Moment stellt ja Apple seine ganzen neuen Sachen vor. Man muss sagen, die haben irgendwie so den Zeitpunkt schlecht gewählt, weil es jetzt mit uns ein bisschen kollidiert und ihnen dadurch natürlich ein paar Leute fehlen. Aber du verfolgst das jetzt noch nebenher irgendwie? Ist irgendwas Revolutionäres vorgestellt worden? Ein neues iPhone Nee, zum verfolgen Beispiel? nicht. Ich habe gerade in den 5 Minuten, in denen unser Intro hier gelaufen ist, einfach mal geguckt und bisher 15 Zoll MacBook Air und ein neuer Mac Studio. Also jetzt nichts, was mich irgendwie vom Hocker reißt und keine Ahnung. Ich habe aber noch keine Details gelesen. Okay. Vielleicht nachher nochmal 2, 3 Minuten einen Ticker durchgucken. Aber so die Zeit, wo ich wirklich jede Keynote mitgefiebert habe, ist vorbei. Das war. Ja, Ich weiß das. nicht so. Ich glaube, das war bis Corona kam, fand ich die richtig cool. Da hat das richtig Spaß gemacht. Da haben wir auch teilweise irgendwie mit den mehreren Leuten geschaut, so als kleines Ja. Pizza-Event. Aber weiß nicht, irgendwie ist die Faszination zumindest bei mir so ein kleines bisschen verloren gegangen, weil sie halt sehr, sehr ähnlich sind und nicht mehr so die großen Kracher bieten. Also bei mir war das, als ich das mal richtig krass verfolgt habe, das war wirklich so 2007, als das erste iPhone rauskam. Da gab es ja vorher schon Gerüchte, hey, Apple hat jetzt so diese iPods und ich habe damals so einen iPod gehabt, so einen großen Klopper und ich fand den echt cool. Erstens, weil er viel drauf gepasst hat, ich glaube, es war so ein 80-Gigabyte-Ding. Und vor allem, ich fand diese Bedienung mit diesem, wie hieß das, Click-Wheel, glaube ich, die fand ich ganz geil. Und als es dann so die Gerüchte gab, dass Apple ein Handy vorstellt, da habe ich mir wirklich mal diese ganze Keynote angeschaut und fand das schon mega, was da vorgestellt wurde. Aber ansonsten ist halt jedes Jahr als ein Handy Ja, rum. also so über die Jahre gab es schon ein paar sehr, sehr gute Keynotes. Und Ja. was ich bei den Keynotes immer, also zumindest zu der Zeit, wo ich selbst auch noch irgendwie kleinere Vorträge mal gehalten habe, fand ich die Apple Keynotes immer so in Bezug auf die Präsentation sehr, sehr gut. Also da konnte man sich viel abgucken. Die waren teilweise ein bisschen überzogen, aber so wie die Präsentatoren das gemacht haben und wie die Folien aufgebaut waren und so allein Okay. von dem Look and Feel fand ich das immer sehr inspirierend, muss ich sagen. Gar nicht so sehr die Produkte, sondern so das Ganze drumherum. Wie man sowas präsentiert, das hat mir zumindest vor vielen Jahren in meinem Berufsleben ab und zu mal geholfen. Okay, cool. Ja, ich bin gespannt. Das Gerücht, ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht reingeschaut, weil ich gerade noch mit anderen Sachen beschäftigt war, aber die wollen ja anscheinend, so mauchelt man heute, so eine 3D-Brille vorstellen. Und das wäre natürlich was mich interessiert, denn ich habe ja diese Sony 3D-Brille und finde die schon ganz geil. Wobei mir eigentlich die Zeit fehlt, um da wirklich viel mit zu spielen. Aber wenn ich mal ein Stündle irgendwann abknapse, dann macht das schon echt Spaß. Wobei Ja, ich ich bin glaube, gespannt, was sie da bringen. Also kommt immer drauf an. Es ja. gibt Produkte, die finde ich super, gibt Produkte, die interessieren mich gar nicht. Kommt wirklich so ein bisschen drauf an. Also Virtual Reality oder AR finde ich prinzipiell ziemlich cool. Ja. Ich hatte auch eine Zeit lang eine HTC Vive, die habe ich ausgiebig benutzt. Die fand ich von der Technik super und ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die da irgendwie schlecht wird oder langweilig wird, sondern ich kann mich da stundenlang mit beschäftigen. Und Jo. auch in so einem Ding irgendwie Achterbahn fahre auf einem Stuhl oder ob ich da irgendwelche Rätsel löse. Also ich habe die Brille irgendwie, ich weiß gar nicht, seit März oder seit April, als ich habe mir die gekauft, als sie rauskam. Und ich merke aber jetzt schon, wir haben jetzt leicht höhere Temperaturen hier im Süden. Also wir hatten heute irgendwie, weiß nicht, 26 Grad oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass im Sommer da eine kleine Gaming-Pause ansteht. Denn ich glaube, wenn es irgendwie 30 Grad hat, kann ich mir gar nicht vorstellen, so ein Teil die ganze Zeit irgendwie auf dem Kopf zu haben. Also ich glaube, für den Winter oder Herbst ist es richtig mega. Und ansonsten finde ich es, glaube ich, echt ein bisschen schwierig. Es hört sich auf jeden Fall gut an, wenn du sagst, bei uns im Süden. Im Süden der Republik natürlich. Natürlich, klar. Ja, vor allem bei Nee, mir in ich der kann es Wohnung ist verstehen mit den es. Temperaturen. Also mir war heute auch schon ein paar Mal etwas wärmer, auch ohne dass ich eine VR-Brille auf dem Kopf hatte.
Ja, bei mir in der Wohnung ist es halt immer heiß. Also ich habe halt in dem Haus, in dem ich hier wohne, in der Wohnung, die ist das nicht so mega krass irgendwie isoliert. Das heißt, im Sommer ballert da schon die Sonne ordentlich rein. Und die ganzen technischen Geräte, die ich hier habe, die nochmal so eine Standleistung irgendwie von 2.500 Watt haben, die heizen natürlich auch nochmal Ja, der ordentlich. Vorteil ist, im Winter brauchst du keine Heizung, weil du hast so viele Geräte. Also im Winter mache ich nur eine Lampe extra an und dann reicht es eigentlich völlig. Das ist top. Ja, Das schönen ist guten echt gut. Abend in den Chat. Da sind ja schon ein paar Leute. Grüß euch. Und Matthias schreibt, VR ist cool. Wir haben schon mal so ein VR Escape Adventure gemacht. Das klingt ganz cool. Ich habe mal so ein VR-Ding in Wien gemacht. Ich war, es darf ich nichts Falsches sagen, letztes Jahr war ich in Wien, da hat meine Schwester geheiratet. Und da hatten wir noch ein bisschen Zeit und da haben wir uns so eine VR Vienna Experience reingezogen. Und da gab es auch so einen Teil, wo man dann auch mit so einer VR-Brille, ich weiß aber gar nicht, was das für eine war, auch so ein Teil halt, ja, ein bisschen so die Stadt nacherleben konnte. Das war auch ziemlich cool gemacht. Das habe ich noch nicht gemacht. Also ich habe es wirklich nur am Computer selbst. Aber ich hatte Ja. das, das war so eine HTC Vive und die konntest du mit Steam verbinden. Und dann gab es bei Steam eine ganze Kollektion an Sachen zum Ausprobieren, zum Ja. Spielen. Und das bin ich eine Zeit lang mal alles durchgegangen und auch mit Kollegen. Und da haben wir uns ein paar richtig schöne Abende gemacht, mit echt, ja, sehr interessanten Spielen und viel Spaß gehabt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es ist zu Hause, das kann ich nicht sagen, hatte ich noch nie, aber zumindest Also. in einem Büro, wo wir auch ein bisschen Platz hatten, was aufzubauen, wo man dann halt so ein schönes Feld hatte, so 4 auf 4 Meter, wo man ein bisschen Bewegungsfreiheit. Das Einzige war nervig mit dem Kabel hinten dran, aber da hat man sich dann dran gewöhnt. Ja, also bei mir zu Hause, du kennst ja mein Wohnzimmer, das ist jetzt nicht so groß, dass ich da 4 auf 4 Meter kompletten Freiraum habe, aber ich kann so einen Wohnzimmertisch auf die Seite stellen, dann hat man vielleicht so, weiß nicht, 2 auf 2. Ja, das Und müsste was dann, hinkommen. das geht, was dann gefährlich ist, ist bei mir die Decke, weil da hängt eine Lampe runter und die habe ich echt schon ein paar Mal, da immer schon den ein oder anderen Faustkampf mitgeliefert. Was ich aber krass finde, ist, wie man die Orientierung verliert. Also wenn ich da anfange zu spielen und ich schaue so in die eine Richtung, so Richtung PlayStation, Richtung Fernseher, dann stehe ich irgendwie nach einer Stunde komplett anders da. Und was ein schöner Nebeneffekt ist, oder was heißt ein Nebeneffekt, was auch lustig ist, wenn meine Freundin da ist und die halt zuschaut, wie ich spiele, für die ist das auch ganz lustig. Wenn die dann irgendwie so auf der Couch sitzt und irgendwie ein Buch liest oder so und ihr Freund Kasper da mit seinem VR-Helm rum und bekämpft irgendwelche Werwölfe in Resident Evil 8 oder so, ich glaube, das ist ganz Ja. lustig, vor allem wenn ihr erschreckt. Ja, weil wo wir gerade so ein bisschen drüber gescherzt haben, ich habe gerade nochmal auf eine andere Seite geguckt. Also Apple Ja. hat wohl irgendwie vor 15 Minuten irgendwas vorgestellt. Okay. Wie heißt das? Vision Pro. Es muss Pro dran stehen. Irgendwas Sonst muss kannst ja, du es wenn da nicht. Pro dran steht, dann ist es natürlich auch ein Pro-Produkt Sonst und kannst du nicht mehr als 1.000 ja. verlangen, glaube ich, wenn nicht Pro dran steht. Ja. Naja, weiter werde ich jetzt noch nicht gucken, weil wir haben ja Nee. jetzt hier wichtigere Aufgaben, aber insgesamt glaube ich, heute Abend noch mal ein Genau. bisschen drüber schauen, könnte ganz interessant werden. Genau. Ganz kurz, bei mir ist es so richtig krass lang kann ich heute leider nicht, denn ich muss morgen für mich zu einer richtig fiesen Zeit aufstehen und zwar so um 5 oder so, weil ich hier in Karlsruhe um 5:58 Uhr in den ICE steige für einen kleinen Ausflug. Und deswegen würde mich mal, ich weiß nicht, so vielleicht so, weiß nicht, so 10:30 Uhr oder so mal anpeilen, so eine Oh, kleine. nee, das ist gar keine Uhrzeit, 5 Uhr, das ist mitten in der Nacht, das ist irgendwie. Ich habe mir schon mein Nackenhörnchen eingepackt und so eine Schlafmaske, damit ich wenigstens in der Bahn, ich glaube, es sind irgendwie 6, also ich fahre mit 3 Kollegen zusammen, wir fahren nach Hamburg und ich glaube, dann schaue ich mal, ob ich Jo, noch. ich habe mein Eichhörnchen dabei, mein Nackenhörnchen, ich habe unten Ne, Croissant, ein Eichhörnchen habe ich keins dabei. Snackhörnchen. Christian, was haben wir letztes Mal gemacht? Dann können wir vielleicht mal direkt durchstarten. Ich Was switch haben mal wir denn rüber das und letzte Mal lade schon gemacht? Jetzt muss das ich mal letzte nachdenken. Ich Spiel. war heute übrigens beim Knochenbrecher. Es würde Ja. mich mal interessieren, ob einer von euch auch schon mal bei sowas war. Der Der hat mir alle Knochenbrecher. möglichen Wirbel wieder eingerenkt und deswegen geht mein Gehirn auch wieder. Hier waren wir Wir in waren das London, letzte ne? Mal, angefangen haben wir das letzte Mal in so einer Art Baumhaus, wo wir die ganze Zeit unten Ja. standen und so eine komische Orgel gehört haben und Oh, die. relativ lange versucht haben, da hochzukommen. Yes. Danach haben wir versucht, uns vorbeizuschmuggeln an so ein paar, wie nennt man das denn, so ein paar Eingeborene, Ureinwohner. Ureinwohner, genau.
Was haben wir denn danach gemacht? Danach sind wir genau in dieses Baumhaus hoch und haben da den, war das ein Pastor, ein Es Priester? war ein zwielicher Priester, Ein Priester, der okay. diverse Kinder gezeugt hat in diesem. Genau. Das ganze Spiel ist irgendwie so ein bisschen fragwürdig, finde ich, Ja, da also in der also Story. war ein bisschen schräg. Auf jeden Fall hat da unsere gute Freundin gelegen, die Nico. Ja. Und die haben wir dann wieder auferweckt und mitgeschliffen. Wir haben sie Aber geheilt durch diese natürlich ganz, ganz Medizin. nett. Die Ja. wollte mit uns kommen. Ja, und den Rest der Zeit haben wir dann auf so einer Insel verbracht. War das eine Insel? Ja, ich glaube eine Insel, gell? Es war eine Da haben wir Insel. dann, es war mit so einem zwielichtigen Typen, der da am Strand irgendwelche Vermessungen gemacht hat, weiß ich noch. Dann waren wir an einem Haus und mit so Zwielichtiger zwei Priester, älteren. zwielichtiger Typ. Also so das Zwielichtige, das zieht sich auch ein bisschen durch das Spiel. Ja, stimmt. Genau, dann waren wir an so einem Haus mit so zwei älteren Damen und dieses Haus war erst abgeschlossen und da haben wir auch relativ lange gerätselt, was wir da an dem Haus Ja. machen müssen. Ich erinnere mich noch daran, es gab noch einen Steg mit einem Jungen, der saß da und mit dem konnten wir irgendwie, mit dem irgendwas tauschen. Ich glaube, da haben wir einen Ja. Fisch bekommen und dafür haben wir ihm irgendwas gegeben. Also, das sind so die Dinge, die bei mir hängen geblieben sind. Genau, und am Schluss. Aber insgesamt haben wir uns, glaube ich, 2 Stunden lang am Baumhaus und auf der Insel vergnügt, um es kurz zu fassen. Genau, und auf der Insel, da war so ein altes Haus, da hat früher mal so ein Pirat drin gewohnt, die zwei Frauen, die waren irgendwie die Nachfahren von dem Piraten. Das ist heute ein Museum und am Schluss haben wir es dann geschafft, da reinzukommen. Und dann Ja. passierte was Revolutionäres, das Game switchte rüber zu Nico und die können wir jetzt heute spielen. Und bevor wir da loslegen, möchte ich mal hier zu jemand Hallo sagen und zwar zu Campfire Minis, der gerade zum ersten Mal oder die zum ersten Mal was geschrieben hat. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Und was der Magic Stick hier 23 schreibt, letztes Mal gab es kaum Dialoge. Ja, hat mir auch ein bisschen gefehlt. Nachdem vor 2 Wochen, ich glaube, irgendwie von 3 Stunden Spielen 2 Stunden nur Dialoge durchklicken da war, hat mir letztes Mal mein Finger gar nicht so weh getan vom Klicken. Und deswegen, ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Dialoge gibt, weil es ist ein Story-driven Game eigentlich. Und das war mir letztes Mal ein bisschen zu Larifari. Okidoki, dann lass uns Ja, doch mal aber durchstarten. Matthias hofft auf mehr Dialoge, deswegen also für Ich mehr hoffe es Dialoge im auch. Spiel. Ich hoffe es auch. Also, die Nico, da haben wir letztes Mal angefangen. Wir sind hier reingekommen. Ich finde, das Telefon sieht schon irgendwie lustig aus. Da ist so eine Art Fallschirm dran. Aber wir sind in London und da ist, glaube ich, alles möglich. Und ich erinnere mich an die zwei Damen hier im Vordergrund, vor allem die Frau in dem roten Kleid, die ist halt echt eine krasse Bodybuilderin. Die hat so ein Kreuz, als ob die sicherlich 120 Kilo Latzug macht im Gym. Ja, aber ich glaube beide. Also die Linke ist auch im Ja, bei der Verhältnis Linken. recht muskulös. Stimmt, bei der Linken sieht es man nicht so gut, finde ich, von der Perspektive, aber bei ihr sieht man, die ist einfach. Ja, aber die hat eine kleinere Tasche. Die Linke, die macht noch Krafttraining mit ihrem Rucksack da. Der Das hat bestimmt stimmt. 30 Kilo. Das stimmt, das stimmt. Aber immer leicht auf Spannung hier, dass man auch wirklich die Muskeln gut beansprucht. Ja, so läufst du hoffentlich morgen auch dann zur Bahn um 5 Uhr. Die rechte trainiert Immer ein nur bisschen einen auf Arm. Spannung. Die rechte trainiert nur einen Arm. Wahrscheinlich ist sie eine Speerwerferin. Das hat man ja damals schon in dem Asterix-Film gesehen. Wie hieß denn der? Asterix, wo diese Prüfung bestehen musste. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Asterix erobert Rom oder so? Erobert Rom, ja, genau. Der hat ja auch diesen einen mega Arm gehabt und diesen anderen so total dünnen Arm. Und es gab doch noch diesen einen Film von Mighty Ann Schallimann, The Girl from the Water oder so ähnlich, wo es auch einen Typen gibt, der so einen krass trainierten Arm hat und der andere ist auch so beinahe verkümmert. Oh, ich sehe Okay. schon, ich werde im Nerdquiz kläglich untergehen, wenn das hier um Asterix und. Ja, ich habe schon ein paar gute Kategorien mir ausgedacht, die ich Matthias Das zuschicke. dachte ich mir, deswegen wollte ich es direkt erwähnen. Also, Ja. Matthias, kein Asterix. Asterix auf jeden Fall. Ich quatsch mal, um hier mal auch weiß nicht, den Hunger nach Dialogen so ein bisschen hier zu befriedigen. Quatsch ich mal den Museumstyp hier an. Kann ich Ihnen helfen, Miss? Wobei ich sagen muss, ich fand ja diese kleinen Profilbilder, finde ich echt schön gezeichnet aus der Remaster-Version. Die Originalversion, muss ich ehrlich sagen, ich kann ja nicht erkennen, dass da ein Kopf ist. Okay.
Dann lass doch Haben mal reden. Haben Sie jemals von einem englischen Schiffskapitän gehört, der El Draco hieß? El Draco? Klingt nicht gerade sehr englisch, was? Ich glaube, so haben ihn nur die Spanier genannt. Das englisch war wahrscheinlich der Dragon. Im 16. Jahrhundert? Ach, dann weiß ich, so haben die Spanier Sir Francis Drake genannt. Francis Drake? Haben Sie irgendetwas hier, was ihm gehört? Allerdings, junge Dame. Wir haben eine Artefakte hier, die er von einer seiner Reisen mitgebracht hat. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Okay, geil. Also wir haben auf jeden Fall hier Artefakte. Ich würde mal alles einfach mal durchklickern, oder? Wir haben hier den Wärter. Hier hinten ist ein Schrank. Mal aufpassen, dass wir den Hotspot nicht übersehen. Die Vitrine ist abgeschlossen. Nein. Okay. Wir haben hier eine Statue. Passagierschein 38. Ich will mit dieser Statue nichts zu schaffen haben. Sie macht mich irgendwie nervös. Verstehe ich gar nicht. Wir hatten damals... Als ich noch in der Schule war, da hatten wir einen Chemielehrer und dem seine Tradition war immer, in der letzten Chemiestunde vor den Ferien hat er einfach auch gar keinen Bock mehr gehabt auf Unterricht und deswegen durfte man da immer einen Film anschauen. Und ich weiß nicht, wie das heute in der Schule ist. Christian, deine Frau ist ja Lehrerin, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Aber bei uns gab es früher diesen Wagen, den man reingefahren hat. Da war so ein mittelgroßer Röhrenfernseher drauf und da war ein VHS-Player, also ein Videorekorder dran. Und der wurde dann reingeschoben, dieser Wagen, und da hat man sich in der Schule immer gefreut. Also Film gucken, selbst in so ein langweiliger Lernfilm, wo man irgendwie einen Zeitraffer eine Stunde sich angucken kann, wie eine Kartoffel wächst, war ja oftmals cooler, als irgendwie Unterricht zu haben und mitarbeiten zu müssen, zumindest in meiner Schulzeit. Und dieser Chemielehrer, der hat immer in der letzten Chemiestunde vor den Ferien, also zweimal pro Jahr, durften wir dann Filme anschauen. Und es war immer Asterix erobert Rom. Aber eine Schulstunde, die dauert ja nur, weiß nicht, 40 Minuten oder 45 Minuten. Also keine Stunde. Aber Asterix erobert Rom dauert ja länger als eine Stunde. Das heißt, wir haben zweimal im Jahr die erste Dreiviertelstunde von Asterix erobert Rom gesehen. Und nie den Schluss damals. Tja, wir hatten damals in der Schule einen Religionslehrer und der hat uns zweimal im Jahr Leben des Brian gucken lassen. Oh, cool. Von dieser Statue will ich nicht wissen. Ich weiß, du bist kein Monty Python-Fan, aber ich finde, der geht. Den Hut her hat. Trischig. Tja, Monty Python, findest du das nicht scheiße oder so? Ich kann da halt nicht lachen. Also, was haben wir hier? Nochmal einen Schrank. Ein kleines, glattes Viereck aus poliertem Obsidian. Überhaupt nicht das, was ich suche. Der Beschreibung nach ist das der Wahrsagespiegel, den Sir Francis Drake Dr. John Dee geschenkt hat. Oh, kann ich da nochmal was irgendwie? Das ist der Obsidianspiegel, den Drake John Dee geschenkt hat. Ich möchte den haben. Die Vitrine ist verschlossen. Okay, habe ich zufällig eine Haarklammer? Ich hab eine Tasche in meiner Tasche, hä? In meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin, nur eine einsame Haarspange. Ja, das ist eine Haarspange, natürlich! Es ist natürlich eine Haarspange. Okay, Leute. Bäm. Sowas würde George tun, ich nicht. Ach, verdammt. Asterix, echt geliebt. Ich habe auch gern die Comics gelesen, diese Asterix-Comics. Die fand ich auch immer echt cool. Hier ist noch eine Ausstellung. Vielleicht bin ich deswegen ja eine Philisterin, aber alte Vasen langweilen mich. Ja, Terrican, was ist das für eine Asterix-Story, die dein Kind hört? Ist das irgendwie ist das eine von den Bekannten oder ist das was Spezielles dann nur vielleicht für ganz kleine Kids? Ja. Asterix fand ich super. Was ich auch gern gelesen habe früher war Lucky Luke. Gibt es eigentlich noch Lucky Luke? Ich hatte nie und habe Kennt jemand noch Lucky Luke? Erkennen auf jeden Fall, ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Ich weiß, der hat nur irgendwann aufgehört zu rauchen, das habe ich mal mitbekommen. Ja, das ist, glaube ich, im Jahr 2023 aber auch nicht mehr so geil, wenn so ein Kindercomic. Dieser Stein ist von der Größe und vom Stil her identisch. Wenn das so viel geraucht wird. Nur trägt dieser Stein das Abbild eines Jaguars. Der Jaguarstein, genau, wir brauchen ja noch den Jaguarstein und das waren das. Pantherstein, Jaguarstein und glaube den Affenstein oder sowas. Kann ich den nehmen? Ist auch abgesperrt. Die Vitrine ist geschlossen. Okay. Ich will die Maske nicht, auch wenn sie mich an jemanden erinnert. Ich muss wahrscheinlich mit den Frauen da reden. Die können mir mit dieser krassen Power, die die haben, einfach dieses Schloss irgendwie so aufknacken mit der Hand. Weil du gefragt hast, als Toni gibt es zwei Figuren. Einmal Asterix der Gallier und einmal Asterix die goldene Sichel.
Okay. Am 4.11. kam der letzte Lucky Luke. Boah, krass. Lucky Luke? Entschuldigen Sie, Fräulein, die Ausstellungsstücke bitte nicht berühren. Sorry, tut mir leid. Ich muss sagen, Lucky Luke habe ich als Kind und als Jugendlicher total gern gelesen. Und das ist aber irgendwann mal so aus meiner Wahrnehmungssphäre verschwunden. Ich glaube, da muss ich mal in der Bahnhofsbücherei mal stöbern. Bei Lucky Luke kann nämlich spontan so, ich weiß gar nicht, welcher Comic das dann war, welche Ausgabe, aber so ein Panel kann ich mir noch ganz gut erinnern, und zwar, da erklärt Lucky Luke, wie man richtigen Kaffee kocht, und wahrscheinlich kennt ihr das alle. Das ist, man nimmt irgendwie einen Pfund Kaffee und feuchtet es mit Wasser an, und dann köchelt man das und dann macht man den Hufeisentest. Man legt also quasi ein Hufeisen in die Kaffeekanne, und wenn das Hufeisen untergeht, dann war es zu wenig Kaffee. Also da kann ich mir lustig, dass sich so eine total wichtige Information zu meinem Gehirn eingebrannt hat, wahrscheinlich vor 25 Jahren oder vor 30 Jahren, dass ich das noch habe. Ja. Clever und Smart kenne ich auch noch. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die habe ich damals auch mega gern gelesen. Clever und Smart fand ich richtig geil, weil die so irre waren. Und Ypsheft habe ich natürlich auch gelesen. Das war richtig cool damals. Ja, Ypsheft hatte ich auch, jede Ausgabe. Ypsheft mit hatte ich ein Abo damals. Ja, mit dem Gimmick. Natürlich, das war immer das Beste. War sofort kaputt, aber wochenlang drauf gefreut. Da gibt's auch einen Podcast. Ich bin, dass ich diesen Steingiganten in meinem Handtäschchen rausschmuggeln könnte. Wie heißt denn der? Da gab's einen Podcast, da habe ich mal reingehört. Und zwar hat da, glaube ich, einer von diesen damaligen Redakteuren von Yps. Ich muss mal kurz gucken. Muss ich nachher mal schauen, wie der heißt. Da gibt es einen Podcast, da hat einer von den damaligen Redakteuren mit seinem Sohn, macht er, glaube ich, so Folgen. Und der Sohn ist halt, keine Ahnung, 15 oder so. Und der Typ ist halt irgendwie 60. Und die reden dann irgendwie über das Yps-Heft. Und da haben wir ein paar gehört. Und hey, Urzeitkrebse, die waren natürlich mega geil. Die hießen Urzeitkrebse, oder? Oder hießen die Steinzeitkrebse? Ich muss nicht telefonieren. Das ist das Gleiche. Es gab den Aber mein Lieblingsgimmick war das, dieses Detektiv, mit dem man um die Ecke gucken konnte. Ja, das Periskop. Mega. Genau, das war mein allerliebstes. Dann konnte ich immer irgendwo stehen und so tun, als wenn ich Leute beobachte. Es gab aber auch geile Sachen wie den Solarzeppelin. Das war einfach so ein großer schwarzer Müllsack. Den hast du vollgemacht mit Wasser. Ich habe gerade geschrieben, Ips Podcast. Ja, das wird der Podcast sein. Den hast du vollgemacht mit Luft, hast du zugeknotet, den hast du auf die Wiese gelegt oder so, in die Sonne. Und dann hat sich halt die Luft da drin durch die schwarze Plastikhülle erhitzt und dann ist der nach oben gestiegen. Es gab den. Ja, willkommen beim Yps-Stream. Es gab den Eierbaum. Ich weiß gar nicht, was das war. Das war irgendeine Pflanze, die hatte dann so Früchte, die sahen aus wie Eier. Wie so Hühnereier. So, ich guck mal nochmal meine Ausrüstung durch. Das ist eine Haarspange. Was kann ich denn mit der Haarspange? Ja. Oh, was gab's denn noch alles? Es gab schon coolen Scheiß in dem Yps-Heft. Die Vitrine ist abgeschlossen. Es gab im Yps-Heft aber auch so teilweise komplett verrückte Sachen. Es gab mal eine Ausgabe, da waren so, die Sachen hatten immer so coole Namen. Ich glaube, die hießen mexikanische Springbohnen oder so. Und in Wirklichkeit, das war so eine Box und da hieß es, da sind so Zauberbohnen drin und irgendwie, wenn es warm wird, dann bewegen die sich und die Box springt rum. Und in Wirklichkeit waren da, glaube ich, irgendwelche Larven oder so drin von irgendwelchen Käfern, die dann halt irgendwann mal aufgewacht sind. Und das war eigentlich schon eine ganz schöne Tierquälerei, wenn man sich das so überlegt. Aber das waren halt die 90er. Die Musik finde ich auch schön, Terrican. Die ist cool gemacht. So, jetzt haben wir noch ein paar Sachen, worüber wir sprechen können. Huh? Zum Beispiel über den Jaguarstein. Können Sie mir etwas über den Stein darauf erzählen? Den sogenannten Jaguarstein hat Sir Francis Drake aus Amerika mitgebracht. Wie Sie ja schon wissen, hat er ihn zusammen mit dem berühmten Wahrsagespiegel John Dee geschenkt. Was ist dieser Wahrsagespiegel? Ein kleines Viereck aus poliertem Obsidian. Gehörte den Maya. Und was tut er? Naja, ist so eine Art Kristallkugel. Naja. Und schwarz. Und man sieht nichts darin. Der alte Dee hatte einen Assistenten, der behauptete, er könne durch ihn mit den Engeln sprechen. Ich persönlich glaube, er hat Dee nur auf den Arm genommen. Der alte Verrückte mochte den Stein aber nicht, hielt ihn für Teufelswerk. Kommen Sie mit, junge Dame. Ich zeige Ihnen den Spiegel. Ich habe schon...
Ach, was egal. Junge Dame, kommen Sie doch mal rüber und schauen Sie sich doch mal diesen Zauberspiegel an. Da ist er. John Dees berühmter Wahrsagespiegel. Ein Geschenk von Francis Drake. Wissen Sie, ob es irgendeine Verbindung zwischen diesem Spiegel und Tezcatlipoca gibt? Bitte wem? Das kann ich ja noch nicht mal aussprechen. Ah, da ist jemand, der Ihnen da besser weiterhelfen kann als ich. Oha, und zwar... Tada. Diese junge Dame hat ein paar Fragen. Indiana Jones. Ich glaube, sie ist aus Frankreich. Professor Aubier. Was? Sie beide kennen sich wohl schon. Ja, Aubier? Wir kennen uns. Entschuldigen Sie mich. Das Telefon. Wir treffen uns wieder. Mademoiselle, Frankreich? Ja. Ich glaube, da wohnen Sie doch auch, Professor. Ich habe ein Haus dort in einem Vorort von Paris, aber ich bin seit Monaten nicht mehr da gewesen. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz hier durch. Turrican, die Ausgabe kenne ich. Abenteuerzelt war geil. Es gab bei dieser Abenteuerserie aber auch noch so ein kleines Abenteuerbüchlein. Also Buch mag ich da gar nicht sagen, so ein kleines Heftle. Da standen die wichtigsten Sachen drin. Wie kann man irgendwie Wasser gewinnen? Wie baut man sich so einen Outdoor-Grill? Wie kann man sich irgendwie orientieren an den Sternen oder am Moos, am Baum und so? Und das habe ich als Kind geliebt. Dieses Abenteuerzeugs habe ich wirklich geliebt. Ich hatte zwar Angst, als kleines Kind jetzt irgendwie im Garten zu schlafen, weil es da lauter so Krabbeltiere gibt. Aber in meiner Fantasie war ich damals auch dank dem Abenteuerzelt und dank dieses Abenteuerbüchleins echt ein richtig krasser Abenteurer. Bist du heute noch? Alles von damals gekommen. Was können Sie mir über den Jaguarstein sagen, Professor? Wie man Tauwasser sammelt, ist auf jeden Fall drin. Matthias, natürlich. Plastikfolie, da kannst du nämlich zum Beispiel die Folie vom Abenteuerzelt nehmen und einen Stein reinlegen. Professor Aubier, Ihr Taxi ist da. Wenn Sie mich wieder entschuldigen würden, ich habe etwas Dringendes an den Docks zu erledigen. Ah, Professor Aubier. Hi Merakain, grüß dich. Und hi Retro Gator, grüß dich auch. So, ich gehe mal die letzten zwei Sachen da nochmal voll durch, oder? Können Sie mir ein paar Fragen zum Jaguarstein beantworten? Selbstverständlich, junge Dame. Wenn Sie einmal hier langkommen würden. Er ist weg. Irgend so ein Penner hat ihn mitgehen lassen. Mitgehen? Gestohlen, Fräulein. Aber keine Bange, der stille Alarm ist dann ja ausgelöst worden. Ich fürchte, hier darf niemand raus, bevor nicht unser hochspezialisiertes Sicherheitsteam. Da steckt auf einmal ein Schlüssel drin, oder? Wie lange werden die hierhin brauchen? Könnte eine Weile dauern. Ich glaube, die machen gerade Teepause. Bis dahin könnte der Dieb ja kilometerweit weg sein. Machen Sie sich darüber. Das ist England, da ist halt Teepause. Was soll man da machen? Ja, sorry. Einfach kein Zufall sein, diese Französin hat keine Ahnung einfach von Teepause. Ich kann hier nicht abwarten, bis das hochspezialisierte Sicherheitsteam seinen Tee gibt. Ist überhaupt Tee in Frankreich? Die trinken doch nur Kaffee. Oh, ist eine gute Frage. Ich nehme jetzt mal den Schlüssel. Es dürfte weniger verdächtig wirken, wenn ich mich von der leeren Vitrine fernhalte. Ich klaue jetzt mal mit diesem Schlüssel den Spiegel. Da ist auch noch irgendwas. Oder ich klaue das Ding hier. Ich gucke einfach mal. Der Schlüssel öffnet die Vitrine. Ja. Schwuppdiwupp habe ich das Zauberschwert hier geklaut. Das ging aber schnell und ohne Alarm. Ich verschließe die Vitrine wieder und stecke den Schlüssel ein. Ja, sie ist halt... Ist der gleiche Schlüssel für woanders noch? Ja, muss er sein. Stimmt. Na klar. Aber wo hat der Professor, wenn er es gestohlen hat, denn den Schlüssel her? Der Schlüssel passt nicht in dieses Schloss. Oh Gott. Okay, was hab ich jetzt Ein Dolch aus Obsidian. Dünn und Rasiermesser scharf. Okay, kann ich mit dem hier... Nee, geht nicht. Ich probiere es jetzt nochmal mit der Haarnadel.
Sowas würde George tun, ich nicht. Okay. Kann ich, In meiner Handtasche ist nichts. Okay, da ist nichts brauchbar. Das ist eine Haarspange. Haarspange, okay. Der Schlüssel zur Ausstellungsvitrine im Museum. Ein okay, das Dolch ist aus Obsidian. Dünn und Rasiermesser scharf. Ich kann mich an die Szene auch nicht mehr erinnern, Matthias, mit Asterix bei den Briten. Ich habe sicherlich gelesen, aber das ist so lange her. Ich hätte echt Bock, die alten Asterix-Comics alle nochmal zu lesen. Wieder ein neues Projekt dann. Ich muss ausnahmsweise nicht telefonieren. Okay. Schauen wir mal, was Asterix sind wir gar nicht hier, aber mein Sohn liest die ganze Zeit die lustigen Taschenbücher. Oh, habe ich auch geliebt als Kind. Lustige Taschenbücher. Mega. Da haben wir extrem viele aktuell hier, ganze Bände. Und die ergeben mir immer so ein Bild, wenn du sie richtig aneinander stellst. Deswegen müssen gerade die ganzen Fehlen dann noch aufgehört. Ja. Gar nicht so leicht, die im Ausland zu kriegen. Ich habe den Stein nicht gestohlen. Ich war noch nicht mal in seiner Nähe. Wer soll es denn Ihrer Meinung nach sonst gewesen sein? Ja, ihr lasst euch die dann aus Deutschland mitbringen oder zuschicken. Na, richtig. Dubier muss es getan haben. Sie müssen schon entschuldigen, dass ich lache. Aber er ist ein Gelehrter, ein Professor. Das war Moriarty auch. Gelehrter oder nicht, wow. Er ist ihr Dieb. Der Napoleon Moriarty. Des Verbrechens. Schauen Sie sich das an. Der Dieb hat diesen Schlüssel in der Vitrine liegen gelassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Somit kann es nur ein Museumsangehöriger gewesen sein, stimmt's? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit anderen Worten, der Dieb ist Professor Aubier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, nee, warte mal. Anderer Text. Lassen, nicht wahr? Ich rufe Sie besser gleich an. Also bei Moriarty denke ich natürlich zuerst an Star Trek und an Data. Echt? Ich bin da immer bei... Ja, dann Sherlock Holmes weiß, natürlich. Genau, natürlich. Ja, aber ich habe angefangen, diesen... Aber ich muss Aubier einholen. Okay. Und zwar schnell. Ich habe angefangen, diesen Star Trek Podcast zu hören, den der Matthias letzte Woche mal empfohlen hat. Diesen Track am Dienstag. Und das hat mich... Also ich habe angefangen... Die haben irgendwie mega viele Folgen, 200 oder noch mehr. Und die besprechen dann jeder Folge eine Star Trek Folge. Und ich bin jetzt eingestiegen bei der ersten Folge zu The Next Generation und bin da gerade total gehuckt wieder. Das ist echt cool. Also echt danke für die Empfehlung. Und ich werde mir jetzt mal The Next Generation mal komplett durchhören. Die 7 Staffeln oder so. Und dann mal gucken, wo ich weitermache. Aber sehr unterhaltsam und macht echt wieder Bock auf die Serie und zeigt aber auch von Folge zu Folge, dass es teilweise so geil absurd war. Aber ist echt coole Unterhaltung. So, was mache ich jetzt? Der ist am Telefon. Ich kann doch jetzt da rausgehen, oder? Was abgesperrt? Die Türen sind solide verschlossen. Solide verschlossen? Solide verschlossen. Ach, kommen die bei dir aus der Gegend, Matthias, die beiden? Die Türen sind solide verschlossen. Ah, die sind solide verschlossen. Da braucht man natürlich einen Schlüssel. Solides Werkzeug. Die Türen sind solide verschlossen. Solides. Ich weiß es. Aus dem Brechstange. Ja, mit diesem Obsidian-Schwert. Durch könnte ich vielleicht die Tür öffnen, aber ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht weiß, wohin Aubier verschwunden ist. Okay. Dann schaue ich mir das nochmal alles genau an. Es dürfte weniger verdächtig wirken, wenn ich mich von der leeren Vitrine fernhalte. Mit den Girls hier kann ich nicht sprechen. Ne? Der eBay-Link ist echt gut. Ipsheft Nummer 1092, die Uhrzeitkrebse, mit Gimmick. Aber ob die, okay, ich meine, die Uhrzeitkrebse, die müssen schon noch am Start sein, oder? Ich meine, die sterben ja nicht, wenn die diesmal 30 Jahre schlafen. Nein, deswegen heißen die ja so. Ja. Bei den Uhrzeitkrebsen muss ich immer daran denken, dass es gibt ja dieses Gesetz, dass auf allem ein Mindesthaltbarkeitsdatum stehen muss. Auch ich auf Uhrzeitkrebsen? Nee, aber ich finde diesen Gag immer schön auf 1000 Jahre altes Salz, haltbar bis 30.12. Ja. Ich denke, so ist es bei den Uhrzeitkrebsen auch. Das ist mit dem...
mit dem Himalaya. Ich muss ausnahmsweise nicht telefonieren. Ich wollte mit dem Typ reden. Aber das ist cool, Matthias. Also die wirken super sympathische zwei und ich glaube, dass man da echt viel Spaß haben kann, wenn man die irgendwo trifft. Schauen Sie sich das hier mal an. Was machen Sie damit? Nur ansehen. Es handelt sich um einen Opferdolch und mir... Okay, ich mach mal die anderen... Bitte machen Sie es kurz, ich telefoniere gerade. Ich überlege es auch ganz kurz gerade, Matthias, wie weit Lüdenscheid von Dortmund oder Düsseldorf weg ist. Ich bin so schlecht, was Geografie angeht. Halten Sie es denn nicht für Matthias möglich, wohnt in Kassel. Kassel? Ist das nicht bei nicht Düsseldorf irgendwo? Ja. Nee, das ist in Hessen. Oh Gott, Maya-Skulpturen für eine Ausstellung. Ich bin so schlecht. Kein Problem. Wie heißt das Schiff? Prinzessin von Xibalba. Ich bin so schlecht, was Geografie und alles angeht. Ja, die Rückspultaste, die erwähnt der Sebastian ja, glaube ich, auch schon in Folge 105 oder so. Hatte ich schon registriert, aber noch keine Zeit gehabt, reinzuhören. Aber Lüdenscheid geht Richtung Dortmund-Essen. Die Türen sind solide verschlossen. Nach Westen. Ja, dann passt es ja wieder. Ja, klar, du warst schon in der richtigen Richtung. Also du hast genau die richtigen Gedanken nur umgedreht. Ich hebele die Tür mit dem Dolch auf. Ja. Fast richtig, ist aber trotzdem ganz falsch. So! Gleichzeitig auf Catch's Landing. Knapp vorbei ist auch daneben. Der Raum wurde wie das Innere eines Segelschiffes dekoriert. Und zwar ausgesprochen wirksam. Also, jetzt sind wir im Museum. Sieht ein bisschen aus wie bei Monkey Island. Kannst du mal die Melodie kurz anstimmen? Also ich kann es nicht so gut. Mit der Laterne in der Hand fühle ich mich irgendwie biblisch, wie Jesus oder Florence Nightingale. Wow. Ey, wer hat sich von euch noch nicht mal biblisch gefühlt, nachdem man eine Laterne in der Hand hatte? Allein schon in der Schule damals, so St. Martins Game, wenn du mit der Laterne unterwegs bist, das war so eine biblische Erfahrung eigentlich, oder? Meine Tochter ist heute durch einen Rasensprenger gerannt und sagte, Papa, ich kann übers Wasser laufen. Ja? Auch sehr biblisch, oder? Sehr biblisch. Das Schiff sieht zu zerbrechlich aus. Das fasse ich lieber nicht an. Also merkt ihr mal aber, Christian, die Laterne kann man nehmen und mit irgendwas hier benutzen. Mhm. Schau sie nur mal kurz an. Laterne aus Messing. Da kann man die irgendwo reinhalten. Öllaterne aus Messing. Strahlt vielleicht irgendwo Licht hin mit einer Zaubergeheimkarte oder so. Fechfehnhundert und Fechfund Fiepfig. Fregatte vor Fanfall Fador aufgebracht. Was für ein Ich glaube, er verwechselt das F mit dem S. Piratenkarriere waren nicht allzu viele akademische Grade Voraussetzung. Das Schriftstück beschreibt weiter, wie Ketch von der Ankunft englischer Schiffe bekam. Es scheint, als hätte der neue Gouverneur bezüglich Ketchs Aktivitäten nicht die Ansichten seines Vorgängers geteilt. Sie wollten seinen Kopf. Segelte zu dem Ort, wo ich meinen Schatz in Sicherheit weiß. Ich kehrte zurück in der sicheren Gewissheit, dass der Gouverneur niemals entdecken wird, was ich versteckt habe. Denn steht es nicht geschrieben, dass er ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen wird? Okidoki, cool. Super wichtige Information. Ein wunderschön zusammengebautes Modell eines Segelschiffes. Ah, da ist die Kiste. Geil. Sie geht nicht auf. Komm, Überraschung! Wow. Ach, das Mädchen, was wir damals gesucht haben, letztes Mal. Klar. Pippi Langstrumpf spielt mit. Was zur... Wer bist du? Ich bin Emily. Was hast du denn da drin gemacht, Emily? Verstecken gespielt. Und was machst du hier? Erwachsenenkram. Erwachsene? Ich werde nie erwachsen. Du Gute. Solltest dich hier nicht rumtreiben. Pippi Langstrumpf. Wie heißt du? Ich heiße George. Freut mich sehr, Shorts. George. Shorts. Heilige Maria. Entscheide dich. Also, ich quassel mal die ganzen Sachen durch mit ihr. Hm? Also Matthias, wie Langstrumpf das vorkommen im Nerdquiz? Das ist aber an der Wand auf dem Bild. Ja, na das ist aber interessant. Ich überlege gerade. Von mir in Annika waren die Kumpels, oder? Richtig, ja.
Pippi Langstrumpf, natürlich habe ich es auch geliebt als Kind, aber ich überlege gerade, weil ich das letzte Mal Pippi Langstrumpf gesehen habe. Das ist aber auch schon 20 Jahre. Das war noch zu einer Zeit. Das war noch zu einer Zeit, da war ihr Papa kein Südseekönig. So alt ist, so lange ist du schon hier. Warum gehst du nicht mit Rio spielen? Ich darf nicht. Wieso das nicht? Weil die Tante Frost gesagt hat, ich darf nicht aus dem Haus gehen. Darum, Herr Naseweiß. Zu schade. So. Warum fragst du nicht deine andere Tante, ob du mit Rio spielen darfst? Tante Mina ist lala, sagt Tante Frost immer. Sie sagt auch immer, als der liebe Gott den Verstand verteilt hat, war Tante Mina gerade weg, um sich eine zweite Doppelportion Kinn abzuholen. Alter, ist das böse. Oh Gott. Eine zweite Doppelportion Kinn, das ist vierfach Kinn. Dieser Rio ist ein cleveres Kerlchen. Der hat mir geholfen, Bronson zu überlisten. Rio ist schlau. Der kann ganz weit spucken. Okay. Machen wir weiter, oder? Mhm. Kohle? Ich wette, du schaffst es nicht, dieses Stück Kohle jetzt eine halbe Stunde im Mund zu halten. Kann ich wohl. Könnte ich stundenlang im Mund halten. Ach wirklich? Dann komm, beweis das mal. Mag nicht. Und wenn du mich zwingen willst, sag ich das Tante Mina. Oh je. Endlich Dialog, hä? Ein alter Maya-Stein. Ja. Ist das ein Zauberstein? Naja, das weiß ich ja. Nicht. Ja. Oh. Giftpfeil? Möchtest du gern Dart spielen? Nö. Och, komm schon. Ich werfe, du fängst. Das ist aber gefährlich. Dann stecken nachher die Pfeile in mir und ich muss ganz doll bluten. Aber das ist ja auch, ich meine, der hat einen Giftpfeil hier und will mit der Kleinen da, also, nee. Weißt du, wie man mit einem Theodoliten umgeht? In meiner Schule lernen wir nichts über Landvermessung. Das haben wir erst in der 5. Klasse. Natürlich, habe ich auch in der 5. erst gelernt. Die Kinder lernen heute gar nichts mehr. Das ist wirklich eine Schande. Okay, ich mache mal weiter. Ist schon sehr nett zu Kindern. Er braucht schon Lesen, Schreiben, Rechnen, wenn er mit einem Theodoliten umgehen kann. Diese Feder könnte in kitzligen Situationen vielleicht mal mein Leben retten. Okay, was haben wir jetzt? Du, Schatz? Ich borge mir nur diese Feder aus, das ist alles. Warum? Ich könnte sie vielleicht zu etwas gebrauchen. Für was? Du willst die mopsen? Das ist aber böse. Das petzig. Nein, tu das nicht. Warum nicht? Weil ich nichts mopse. Ich borge mir nur etwas aus. Klar. Tintenfasshalter ist hier. In der Ecke des Schreibpultes ist eine Schale für ein Tintenfass eingelassen. Ich vermute zumindest, dass da ein Tintenfass reingehört, obwohl die Schale mir unnötig groß vorkommt. Vielleicht hat Catch sie auch benutzt, um seine Rumflaschen bei schwerem Seegang zu stabilisieren. Oder das ist ein geheimer Mechanismus, um ein geheimes Fach in diesem Schreibtisch zu öffnen. Und man muss in diese Vertiefung so eine Kohle reinpacken. Nee, doch nicht. Aber ich bin gerade schon wieder schockiert, als ich hier drauf drücke und immer noch diesen Schlüpper hier sehe. Eieieiei. Den hat die auch verdrängt, ehrlich gesagt. In die Oberfläche des Schreibpultes ist eine Vertiefung eingelassen. Ich vermute, sie sollte verhindern, dass irgendwelche Sachen bei schwerem Seegang vertrauen konnten. Außerdem gibt es eine Tintenschale sowie das kleine Loch, in dem der Federkiel gesteckt hat. Okay, ich schaue mal den Federkiel nochmal kurz an. Der Federkiel, den ich im Catch-Museum gefunden habe. Ein echter Catch-Kiel. Okay, was haben wir denn noch? Hier ist eine Karte. Die können wir mal anschauen. Okay, jetzt habe ich ein historisches Dokument in der Hand. Und was jetzt? Benutzt sie mit der Laterne, klar. Nee. Ah, ich weiß, was wir damit machen können. Was denn? Ich nehme die jetzt und packe die mal auf den Tisch. Die passt doch genau von der Größe da drauf, oder? Ich weiß noch nicht, warum. Okay, jetzt habe ich ein historisches Dokument in der Hand. Und was jetzt? Ja, klar. Ich weiß nicht, warum, aber von der vom Format her ist doch ein perfect match. Die Karte passt genau in die geil. Oberfläche. Und ich weiß, was noch passiert. Was hast du jetzt, Shorts? Lass das, okay? Merk dir eins, die putzige Nummer mit dem Streichelkätzchenblick zieht bei mir nicht. Ich lege diese Das ist ein Streichelkätzchenblick. Wow. Warum machst du das, Shorts? Weil sie ganz offensichtlich dafür gedacht ist, in diese Vertiefung zu passen. Wie bist du denn da drauf gekommen, du? Ist doch offensichtlich. Also Matthias, da bin ich ganz bei dir. Ich bin dankbar, dass sie sich diesen schlechten Gag oder diese schlechte Sache irgendwie verkniffen haben.
Das gibt ein bisschen Hoffnung noch für den Rest vom Spiel. Aber nicht viel. Ich glaube, die Laterne kann man in diese Vertiefung da reinstecken. Und dann passiert irgendwas. Die Laterne strahlt irgendwie auf die Karte. Und dann sehen wir, wo der Schatz ist. Easy. Die Laterne passt so genau in die Schale, dass das kein Zufall ist. Das ist kein Zufall. Bäm. Was machst du? Erwachsenenkram. Glaube ich nicht. Ich habe die Laterne hier in die Tintenschale gestellt. Ja. Siehst du, sie passt. Warum? Weil sie so hergestellt worden ist, dass sie passt. Warum? Weil sie der gerissene alte Captain Catch so haben wollte. Warum? Ich glaube, ich war genau so ein Kind. Eigentlich all diese Fragen. Weil es mich interessiert. Warum? Weil ich die Neugier eines Kindes habe. Warum? In Ordnung, Waffenstillstand. kommentiere ich jetzt mal nicht, Christian. Also. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wahrscheinlich passiert es hier irgendwas. Ich gucke drauf. Ist offenbar genau nach der Karte zurückgeschnitten. Okay, passiert worden. Doch noch nichts. Oder umgekehrt. Vielleicht muss ich den Federkiel jetzt wieder ins Loch ein reinstecken. Halter für den Federkiel. Also, dann nehme ich den nochmal und steck den in die Halterung. Bevor guck mal. Du fragst, ich habe die Feder zurückgebracht. Bist du jetzt das ist ein Schatten, siehst du? Willst du sie jetzt nicht mehr mopsen? Zum nee. Letzten Mal, ich habe sie nicht gestohlen. Da steht dein Wort gegen meins. Und von uns beiden bin ich diejenige mit den süßen Grübchen. Da hat sie recht. Das Schreibpult ist echt ganz schön gerissen. Der Karte zurechtgeschnitten worden. Oder umgekehrt. Okay, vielleicht muss da doch noch was anderes hin. Hätten wir noch was, was wir da reinstecken können? Vielleicht auch diesen Dartpfeil. Ich probiere das nochmal. Ich nehme den Federkiel. Und ich steck mal. Also sonst würde ich sagen, brauchen wir so ein Magic-Kristall oder so. Kinderhund. Der Kinderhund tut Wahrheit kund. Ja, ich glaube, das sagt man so. Ja, das ist ein allgemeiner Spruch. Ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht. Also man kann da jetzt wohl diesen Federkiel reinstecken. Und jetzt guck mal, es passiert doch hier was. Bevor hier ist jetzt. Du fragst, ich überspringe den mal ganz kurz. Da ja, steht dein Wort gegen. Okay. Naja, ich gehe mal weiter. Vielleicht gibt es noch was anderes zu entdecken. Aber hier müssen wir noch irgendwas tun. Was haben wir denn hier? Wow, Schiffssteuerrad. Mhm. Hart Steuerbord, ihr Süßwassermatrosen. Ei, ei, Captain Stobbart. Sie schafft es nicht mehr, Captain. Alle Mann von Bord. Hand hoch, wer genau sowas machen würde, wenn er mal an seinem Steuerrad steht. Natürlich. Ja, Matthias, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich immer die Wahrheit gesagt habe als Kind. Also wenn es zu meinem Nachteil war, vielleicht nicht. Captain Frederick Catch. 1570. Hand hoch. Klar. War er ja nur Teilzeitpirat. Das Bild wäre ein nettes Souvenir, aber es ist etwas zu sperrig für mein Reisegepäck. Ach, das kann er einfach in die Hose stecken. Das hat er mit so vielen Sachen schon gemacht. Das ist die Glocke. Ich glaube, ich habe sogar ein Foto, wo ich muss nachher mal gucken. Und alles ist ruhig. Wo du gelogen hast? Nein, ein Foto, wo ich zum Steuerrad stehe. Ah. Das ist, glaube ich, schon arg alt. Hamburg. Muss ich mal parallel so ein bisschen gucken. Kann ich die Glocke nehmen? Schiffsglocke, okay. Was haben wir hier sonst noch? Hier ist noch ein Fass. Autsch! Ich sollte es eigentlich besser wissen, einfach meine Hand da reinzustecken. Oma Stobbart hatte mal ein widerliches Erlebnis mit einer Wassertonne. Okay. Ah, aber was ist da drin? Ein altes Holzfass. Vielleicht stammt es von Catchs Schiff. Tja. Vielleicht aber auch nicht. Aber da hat nicht gesagt, was da drin ist, oder? Was auch immer in diesem Fass wohnte, konnte von mir aus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drin wohnen bleiben. Okay, hier ist sonst noch. Hier ist sonst nichts mehr, oder? Nö. Schau mal auf der anderen Seite, ob da noch irgendwas ist. Jetzt noch ein bisschen weiter. Da sind wir reingekommen.
Ja, da kommen wir nicht weiter. Alter, hier müssen wir doch irgendwas tun. Tintenfasshalter, vielleicht kann ich den irgendwie drehen oder so, dass was passiert. Ich klick's nochmal an. Ne, kann man nichts machen. Kannst du das Ding über der Tür greifen? Hat das einen Hotspot? Was, die Tür? Über der Tür. Das Kanonenrohr hier? Nee, da ist nichts. Okay. Hier ist nur dieses Schiff. Schiffslogbuch. Genau, hier, ich schau. Der Boden der Laterne passt exakt in die Schale. Okay. Das heißt, da ist der Schreibtisch, da ist diese Karte, diese Feder und diese Lampe. Die passen gut zusammen. Ja. Also das passt hier irgendwie zusammen. Und als ich diese Feder reingesteckt habe, ist hier dieser Schatten erschienen. Ich weiß nicht, ob man den gut sehen kann, aber hier ist ein Schatten, der geht, also die Laterne, die strahlt quasi auf die Feder und dann ist hier so diagonal auf der Karte ist so ein schwarzer Strich einfach. Also das überlege ich. Also wir haben nicht mehr so viele Sachen. Wir haben das Steuerrad. Und da ist ja nichts passiert, als ich dran gedreht habe. Wir haben dieses Schiff, ich gucke das nochmal an. Ich schau mal. Das Schiff sieht zu zerbrechlich aus. Das fasse ich lieber nicht an. Was ist denn das Rote hier? Ne, hier geht's nur raus. Kannst du wieder rausgehen, oder? Oh, schauen wir mal an. Ja, können wir nochmal. Hier ist die Leiter. Der Typ ist jetzt mittlerweile auch weg. Also es muss doch jetzt irgendwas mit der Sonne zu tun haben oder so. Hier ist die Tür. Wenn ich hier reingehe. Okay, hier komme ich rein. Okay, aber ne, Sonne ist ja egal. Ich habe die Laterne. Ja. Nicht weit genug gedacht. Okay. Kannst du das Mädel irgendwie ablenken, damit du die Feder oder die Lampe doch noch nehmen kannst, ohne dass sie motzt? Wie bitte? Kannst du das Mädel ablenken, damit du die Feder nehmen kannst, ohne dass sie petzt? Ich kann die auch so nehmen, glaube ich. Ja, aber dann hat sie doch gesagt, das petzt sie irgendwie. Warum gehst du nicht raus? Tante Mina hat gesagt, ich soll keinen Unfug anstellen. Aber das heißt doch nicht, dass du drinnen bleiben musst. An so einem wunderschönen Tag wie heute? Es gibt Sturm. Ach Quatsch, woher willst du das wissen? Weiß ich eben. Ich kann die ganze Welt aus meinem Fenster sehen. Tja, also, wie gesagt, ich habe noch zu tun. Oh, cool, neue Gesprächsoption. Dieses Kreuz, das du da umhast, Emily. Das ist mein Jesus-Glückskreuz. Genau so eins hatte auch Captain Ketchum. Ah. Kann ich mir das mal ausleihen? Also, ich sagte, wir brauchen das Kreuz und müssen das da reinstecken. Easy. Was würdest du das Kreuz eintauschen, Emily? Ein kleines Hündchen. Tja, sieht nicht so aus, als hätte ich gerade junge Hunde in meiner Tasche. Meine Fällt Katze dir noch haben was wir draußen. Anderes ein zum Tauschen? Weiß nicht. Also müssen wir irgendwas zum Tauschen besorgen. Ja. Aber dann nehme ich mal die Feder mit, vielleicht können wir den irgendwo eintauschen gegen irgendwas. Okay, okay. Wir könnten runtergehen zu dem Jungen, fragen, ob er die Feder gegen irgendwie einen Fisch tauscht oder so. Ich weiß nicht, ob die einen Fisch will. Mal fragen können wir ihn immer. Genau. Also ich glaube, irgendwas müssen wir mit dem Federkiel halt sonst machen, sonst hätte es ja nicht gegeben. So, lass mal quatschen. Hi Rio. Hello. Hi.
Hey, guck mal, ich habe diesen wunderschönen Federkiel. Irgendeine Verwendung für einen Federkiel? Was bitte ist ein Federkiel? Sowas haben die Leute zu Captain Catchs Zeiten zum Schreiben benutzt. Nö, da gehe ich lieber zum Fischen. Was gibt man an seinen Nerven den Mädchen, das einen mit Fragen löchert? Versuch's mal mit einer Muschel. Schöne Farbe, interessante Form. Und wenn man sie ans Ohr hält, hört man das Meer rauschen. Ja? Wieso das? Weil man normalerweise direkt daneben steht. Cool. Hast du eine? Ja, aber die habe ich meiner Schwester versprochen. Die ist nämlich sauer auf mich. Okay, wir brauchen die Muschel. Warum ist deine Schwester sauer auf dich? Naja, als ich gestern mit unserem Abendessen nach Hause kam, ist sie ausgerastet. Rio hat sie gebrüllt. Wieso fängst du immer nur Pufferfische? Ich kann keine Pufferfische mehr sehen. Was ich will, ist ein leckerer Tigerfisch. Also komm gefälligst nicht wieder nach Hause, bis du einen gefangen hast. Ich weiß nicht, wie ich einen Tigerfisch fangen soll. Alles, was ich habe, ist eine Angel und ein Wurm. Okay, Tigerfisch, easy. Was braucht man, um einen Tigerfisch zu fangen? Eine von diesen schicken Fliegen, die die reichen Angler benutzen. Also, ich bin nicht so im Angelgame drin, aber eine Fliege ist doch so eine Art Köder, oder? Fliege ist doch so ein Teil, was dann irgendwie so auf Wasser schwimmt oder im Wasser schwimmt und wo dann irgendwie der Fisch denkt, ey, da ist, keine Ahnung, Wurm, nee, kein Wurm. Das will er gar nicht. Da ist irgendwie ein Käfer oder irgendwas. Okay. Da kann ich dir cool, vielleicht... Gut, dann gib mal zurück. Ich würde sagen, ich gebe dir mal direkt die Feder. Es muss die Feder sein. Hallo? Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Glaubst du, wir können irgendwie, sollen wir die Gegenstände durchprobieren wahrscheinlich? Das Teil hier vielleicht. Das ist dieses Blinke-Ding. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Was haben wir denn noch für Akteure? Wir haben bisher nur den Jungen, der hier sitzt und das Mädchen drin, oder? Sonst waren es keine weiteren Menschen zu sehen. Wir haben den Jungen, das Mädchen und die Katze. Ja, wenn der Junge nichts will und das Mädchen nichts will, dann probieren wir der Katze irgendwas zu geben. Denkst du, ich kann aus der Katze einen Köder bauen? Ja, ich gebe der Katze den Dartpfeil. Oh, dann ist sie mal richtig gefügig. Guck mal, die hat doch da irgendwas. Vielleicht will die tauschen. Eine niedliche kleine Miezemuschi. Das heißt eigentlich eher ein fetter Alter, das will ich Miezemuschi gesagt. Eine Miezemuschi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich rede mal mit der Katze, klar. Ich weigere mich, weitere unnötige Blutvergiftungsrisiken einzugehen. Stimmt, die ist ja so mega akku. Ich kann vielleicht der Katze der Teile geben, die zerhackt mir das ein bisschen und dann ist das ein perfekter, eine perfekte Fliege. Nee. Vielleicht den Pfeil oder die Feder? Das Höschen. Und dein Höschen. Okay. Die Katze machte kurzen Prozess mit der Feder und zerfledderte sie in einen Schneesturm von Einzelteilen. Okay. Aber jetzt ist er weg, oder? Kannst du die Einzelteile wieder nehmen? Ein Fetzen. Also okay. Ich wäre garantiert nicht drauf gekommen, dieser... Oh, das ist ein perfekter Köder. Ich wäre nicht drauf gekommen, dieser Katze was zu geben. Also nicht an dem Abend heute. Naja, es sind ja nur drei Personen, mit denen du was machen kannst und du hast allen probiert, alles zu geben. Ich find's geil, wie du schon die Katze so als Person akzeptierst. Ja. Es ist ein Stubentiger. Guck mal, wie groß die ist, die. Ja, die Katze ist mega groß. Nee, warte mal, ich will zu dem Typ hier. Okay, das ich sieht aus, als wenn die ganze Menschenfrust. Ja, die hat Gefühle. Was hast du definitiv. Da? Hey, das hier ist genau das, was du brauchst. Er ist jetzt so überzeugt so. Ich komme nicht aus Amerika, ich weiß das. Danke. Bam. Ich hoffe nur, die Tigerfische haben Appetit. Abgemacht ist abgemacht. Hier ist die Muschel. Gib die Muschel rüber. Yeah. Geil. Also, jetzt geben wir der Emily die Muschel und kriegen dafür dieses Kreuz und damit können wir dann wahrscheinlich herausfinden, wo das Ding versteckt ist auf der Insel. Diese Steinplatte. Bam, bam, bam.
Ja, aber Matthias, das waren doch 3 Muscheln, oder? In Demolition Man. Oh ja. Ach, die Muscheln, mega. Ach so, also aber echt ein lustiger Film, Demolition Man. Wer war die Frau? Sandra Bullock, oder? Die weibliche Hauptrolle? Ich glaube, Sandra Bullock? Ich glaube auch. Demolition Man war echt mega. Ich weiß doch, die hatten doch dieses Airbag-System. Der hat doch den Unfall gebaut und dann wurde das ganze Auto innen mit so Schaum ausgesprüht irgendwie. Ja. Hier, guck mal. Ich habe eine Muschel. Möchtest du die? Weiß nicht. Tante Frost hat mir verboten, von komischen fremden Sachen anzunehmen. Ja, aber eine Muschel. Ich bin kein komischer Fremder. Warum heißt du dann Shorts Shorts? Das ist doch ein komischer Name. Ich heiße nicht... Okay, einmal noch. Hier, Muschel. Hübsch. Tausch gegen Kreuz. Ja oder nein? In Ordnung. Dann fliegt das Ding hier jetzt aus dem Fenster. Okay, wir tauschen. Mega Muschel. Die zweite männliche Hauptrolle in Demolition Man, das ist der Wesley Snipes. Wesley Snipes. Ist der Wesley Snipes... Das war eine richtig gute Rolle von ihm. Ja, ist Wesley Snipes aber nicht dann wegen irgendwie, ich sag mal so Wirtschaftsverbrechen, dann mal untergetaucht und lebt er nicht irgendwie in Hongkong oder in irgendeinem anderen asiatischen Land, weil er nicht mehr in die USA einreisen darf, weil er Schulden hat? Das habe ich noch irgendwie im Hinterkopf. Können wir ja mal beim großen Wesley Snipes Stream, können wir das also ja mal vorher recherchieren. Also ich weiß nur, die letzte Rolle, an die ich mich erinnere, ist Blade von ihm. Dann weiß ich nicht mehr, was er getan hat. Boah, aber Blade ist 20 Jahre her, oder? Genau, ja, aber Alter. Bevor du fragst, danach weiß ich nicht mehr. Also, kann sein, dass er noch aufgetaucht ist. Gesteckt. Warum? Rein impulsiv hauptsächlich, mit einem Hauch irrationaler Intuition. Unsinn, nur Frauen haben Intuition. Die Laterne strahlte hell auf die Oberfläche des Schreibpultes. Das Kreuz warf in diesem Licht einen harten Schatten. Und der Schatten fiel genau auf eine kleine, namenlose Insel, geformt wie ein Totenkopf. Ah, die Totenkopfinsel. Das kann sein. Doch wieder bei Monkey Island, sag ich ja. Ja. Das die Verbindungen sind Schatzinsel. Eindeutig. Oh, das ist Zombie Island. Das ist ein ganz böser Ort. Wirklich? Naja, böse oder nicht, da werfe ich jetzt als nächstes mal Anker. Darf ich mitkommen? Den Teufel darfst du. Also Wesley Snipes war 3 Jahre im Knast. Wegen 12 Millionen Dollar Steuerhinterziehung. Ja, und damit wir es hier noch abschließen, Blade ist sogar noch ein bisschen älter, das ist von 98. Fand ich damals echt geil. Blade hat mir echt Spaß gemacht, aber den kannst du heute teilweise nicht mehr angucken. Also die Effekte, die sie damals drin hatten, die sind echt schwierig. Nee. Was ich auch cool fand damals mit Wesley Snipes war, weiße Jungs bringen es nicht. Diese Basketballspiele, diese zwei. Und der Weiße hat immer so ein Herz, wenn er es nicht konnte, und hat dann die anderen abgezockt. Ja. Und du hast recht, Matthias, der lebt aber wieder in den USA. Der ist nur damals ist der geflohen. Lebt aber wieder hier, hat aber wieder Filme gemacht. Also letzter Film, True Story 21. Prinz aus Zamunda 2. 2021. Oh, den habe ich leider gesehen. Den gab es bei Amazon Prime. Oder gibt es da? Ich glaube, es war so eine Amazon-Exklusivproduktion. Prinz aus Zamunda 2. Jo. Gibt's auch, gell? Also wie Indiana Jones 4. Ja. Ja, Passagier 57 hat er auch gemacht, stimmt. Blade im MCU bin ich auch mega gespannt, weil Blade schon echt ein geiler Typ damals war. Ich fand die ganze Blade-Story richtig, richtig cool. Und es gab ja schon so einen ersten, Teaser war es nicht, aber es gab ja schon den ersten Auftritt von Blade, oder? Post-Credit-Scene, welchem Film waren das, in welchem MCU-Film? Weiß ich gar nicht mehr, das sind zu viele. Das weiß ich auch nicht mehr. Lass mich mal überlegen, also Blade hatte so einen ganz kleinen Auftritt hat man von Blade doch schon gesehen. Boah, jetzt, ja, Christian, überleg dir mal, wie wir hier weitermachen. Ich muss mal ganz kurz wir überlegen. Müssen jetzt auf die Monkey Island. Ja, ich muss mal ganz kurz überlegen, wo das war. Ich habe das nämlich gesehen. Okay, nächstes Jahr kommt der Film. Okay, bla bla bla. Bei Eternals war das am Schluss. Also man sieht den nicht, man hört seine Stimme nicht. Ich glaube, man sieht sein Schwert am Schluss.
in Eternals. Wobei ich ehrlich gesagt Eternals gar nicht so geil fand. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, oh, Turrican war schneller als ich. Spontan raus mit dir und ab zur Insel, wie auch immer. Ja, such den Boot. Aussagen. Yes. So, verdammter Seemann. Harr. Was ich cool fand im MCU war jetzt der dritte Teil von Guardians of the Galaxy. Den aus fand dem Kino? Ich echt. Ja, den fand ich echt gut. Ja, ansonsten kannst du ja wahrscheinlich nur bei Disney Plus. Weißt du, läuft der schon bei Disney Plus? Noch nicht. Also nicht. Den habe ich gesehen, weil ich fand auch Teil 1 und 2 war auch im Kino gesehen. Und den fand ich echt. Guck mal, ob der hier im Kino noch läuft. Ich muss mir immer wieder einen Film angucken. Aber du guckst dir den dann auf Spanisch an. Muss ich, ja, die haben hier keine anderen Verfilmungen. Aber das, Guardiano. Das, also mittlerweile, ich war jetzt glaube ich 5 oder 6 Mal hier ins Kino, im Kino. Wohin? Es gibt kaum Filme, die so tiefgründig und schwer sind, dass du die Handlung nicht verstehst, wenn du die Sprache nicht so vertragen kannst. Ja, guck dir mal einen David Lynch Film an. Ja, aber... Ja. Ant-Man 3 fand ich auch nicht so geil. Und der letzte war ja der Super Mario Film, den ich hier gesehen habe. Ja. Und der ging auch ganz gut auf Spanisch. Wohin. Ja. Nee, weil Matthias gerade schreibt, Ant-Man 3 war nicht besonders. Hat mir leider auch nicht gefallen. Ich fand Ant-Man 1 cool und ich fand auch Ant-Man and the Wasp, also den zweiten Teil, fand ich auch echt cool. Hat mir echt Spaß gemacht. Der Teil 3, der war so ein bisschen, Ich quatsche das mal mit dem Rio. Hier läuft gerade im Kino Fast and the Furious 10. Ja, den verstehst du auf Spanisch, den verstehst du ja aber auch. Den verstehe ich auch, ja. Ist auch so eine Reihe, die müsste man nicht unbedingt fortsetzen. Also aber den, gut. Den könnte ich mir auch auf Mandarin anschauen. Ja, ich richtig. Ich sag ja, es gibt so Filme, die kannst du dir auf jeder Sprache anschauen. Oder auch ohne, ist ganz egal. Du bist ja verrückt, Mann. Bei dem Regen gehen wenigstens auch die Zombies nicht vor die Tür. Zombie Island. Nehmen wir mal an, ich würde einen Zombie. Hast du Getränk geöffnet? Ich habe ein Getränk geöffnet. Es gibt keine Zombies mehr auf der Zombie-Insel. Zumindest jetzt nicht mehr. Sie ist unbewohnt. Gut. Was meinst du mit jetzt nicht mehr? Willst du immer noch dahin? Schätze schon. Naja, ich habe sowieso kein Glück mit dem Tigerfisch heute. Yeah! Mit der Laune, die meine Schwester dann hat. Ich glaube, jetzt switchen wir wieder zu Nico. Ariel läuft hier auch noch, den hast du ja auch gesehen. Ariel haben wir gesehen, da waren wir im Kino, ich glaube letzte Woche. Und ich muss sagen, lohnt sich allein schon wegen Sebastian, der Krabbel. Ist so geil. Sebastian, der Boogeyman läuft hier noch. Tobyman? Boogeyman. Boogeyman? Boogeyman. Ne, den kenne ich nicht. Und Spider-Man im Multiversum. Den würde ich gerne noch sehen, weil ich glaube Spider-Man im Multiversum ist richtig geil. Also die Trailer haben mir gut gefallen und der letzte Trickfilm oder der letzte animierte Spider-Man-Film, also den fand ich auch mega. Irgendwie habe ich etwas viel finster. Wie hieß denn der Ariel-Film auf Deutsch? Ariel, die Meerjungfrau? Lass uns den Schatz suchen. Nö, danke, ich bleibe genau hier. Ach komm schon, du hast selbst gesagt, dass es hier keine Zombies mehr gibt. Ja, aber da war auch noch eine riesige Menge Seewasser. Also manche Titel werden hier auch übersetzt. Alles, was davon also auch fast alle. Ist dieser schmale Rest zwischen dem Boot und dem Ufer. Und daran hänge ich sehr. Okay. Matthias, welchen wollten ja dieses Wochenende schauen? Spider-Man oder Ariel? Also ich fand Ariel cool gemacht. Ich muss, so in meiner Erinnerung fand ich die alte Musik ein bisschen cooler. Aber es ist halt echt ein Film für Kinder bis 6 Jahre. Also die Story ist halt immer noch genauso wie vor 30 Jahren. Ja, der ist halt auch ab 0 Jahren, also die, ja, die FSK. Und aber cool gemacht so. Der heißt ja auf Spanisch La Sirenita. Ja, Ariel reicht auf jeden Fall Disney Plus. Wir wollten einfach ins Kino letzte Woche, wollten wir es unternehmen und das war so die beste Wahl, weil alles, was ein bisschen mehr Action hat, hat zu viel Action für meine Freundin und dann war Ariel so unsere Wahl. Aber Spider-Man würde ich echt noch gern sehen. Das ist zu hoch, da komme ich nicht hin. Okay, ich fahre zurück und hol die Leiter. Was gibt's denn sonst noch alles? Ich schon Zeichentrickfilm, oder? Das einzig Besondere an der Klippe. Ja. Spider-Man. Aber der Trailer sagt geil, das war, hast du den letzten Spider-Man-Film gesehen? Also diesen Trickfilm? Die Klippen sind steil. Nee, Trickfilm nicht. Steil, um ohne Kletterhilfe aufzukommen. Ich hab den letzten echten gesehen. Ja, also ich hatte meine Ausrüstung gerade nicht dabei.
Okay. Also ich habe beide gesehen. Ich hab den letzten Realfilm gesehen mit Spider-Man und ich habe auch den letzten diesen Trickfilm gesehen und ich fand den echt super. Denkst du, wir können mit diesem Höschen hochklettern? Matthias schreibt, nächste Woche kommt dann endlich der Flash-Film. Habe ich noch gar nicht gehört. Matthias, ist das ein Zeichentrickfilm oder ein Reality-Verfilmung? Das ist zu hoch. Da komme ich nicht hin. Wie kommen wir denn da weiter jetzt auf diesem Inselchen? Ja, ich schaue jetzt gerade, ob es irgendwo weitergeht. Hier ist eine Klippe. Hier ist ein Felsvorsprung. Kann ich dahinter gehen irgendwo? Also wenn du nicht weiterkommst, würde ich ja fast behaupten, du musst deine MacGyver-Fähigkeiten wieder auspacken und musst entweder irgendwo klettern oder aus einem Stein ein Katapult bauen, was dich... Ja. Also ich habe nur die zwei Hotspots, Felsvorsprung und Klippe und ich kann hier nichts tun. Kannst du die angucken oder kannst du die sie näher betrachten oder sowas? Ja, kann ich. Die Klippen halten mich am Strand fest. Okay. Der Fußboden ist das einzig Besondere an der Klippe. Okay. Ich frag den mal, ob der mir helfen kann. Weißt du, Räuberleitermäßig? Ja. Hi. Diese Emily stellt aber eine ganze Menge Fragen. Hör schon auf damit, Mann. Dieser ganze Emily-Kram ist gar nicht lustig. Hör mal, ich glaube, wir reden hier aneinander vorbei. Ich spreche von Emily Ketch. Klar, und ich auch. Sie war meine Freundin. Ihre Tanten fanden es zwar gar nicht gut, aber wir haben immer zusammen rumgehangen. Sie war richtig gut im Versteckspielen. Manchmal habe ich Stunden gebraucht, um sie zu finden. Nur einmal, beim letzten Mal, da hat es Tage gedauert. Sie muss sich heiser geschrien und geweint haben, aber niemand konnte sie hören. Wo hat sie sich denn versteckt? In der alten Seemannskiste von Captain Ketch. Aber die konnte man nur von außen öffnen. Plötzlich fühle ich mich nicht mehr so toll. Ich werde nie mehr mit ihm über Emily Ketch reden. Okay, kannst du... Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen. Okay, verblickst. Okay. Rios Boot ist voll mit Fischernetzen und anderem Angelkram. Naja, also eine Angelleine dann vielleicht. Ja. Könnte ich mir dein Netz ausborgen? Klar, kein Problem. Ja, mega. Das kann ich jetzt da hochwerfen und dann kletter ich da hoch. Voll gut, oder? Willst du Fische fangen? Ja, echt gut. Nein, ich bin hinter einem anderen großen Brocken her. Wow. Also, benutze das mit dem Vorsprung. Bam! Nun gut, dann will ich mal. Wünsch mir Glück, Rio. Viel Glück, George. Pass auf die wandelnden Toten auf. Ja, klar. Ich glaube, ich speichere jetzt mal ganz kurz. Vielleicht könnte Passwort der wandelnden Toten auf ja auch eine Warnung sein. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass ich durch dunkle Treppenhäuser abwärts stolpere. Doch plötzlich bin ich... Wow! Wow! In der Underground! Wow! U-Bahn-Station. Amazing! Diese Station müssen sie ja schon vor Jahrzehnten stillgelegt haben. Perfekt, oder? Speicher mal ganz kurz. Ja, dann erstmal wiegen, würde ich sagen. Wiegen? 70% haben wir schon. Cool. Ja, das ist doch echt so eine Waage. Stimmt. Diese Waage wiegt mich bestimmt auch nicht umsonst. Nein. Okay. Kostet alles Geld. Ich plündere erstmal den Süßigkeitenautomat. Ja, ist immer gut. Seit Jahrzehnten abgelaufene Süßigkeiten. Auch damals schon wollten Automaten erst Geld, bevor sie etwas ausspuckten. Ohne Snickers wirst du immer zu Diva. Münzrückgabeschlitz. Geil. Die Schale ist leer. Noch. Der Schacht ist leer. Was haben wir hier? Fahrkartenautomat. Der Automat sieht aus, als hätte er seine letzte Fahrkarte vor sehr langer Zeit verkauft. So ein Lost Place, oder? Es ist ein Lost... Was mal im Lost Place? Ich würde mir wahrscheinlich den Hals brechen, wenn ich versuche, ich überlege gerade. Oder noch schlimmer. Ich war... Absatz. Doch, vor... Ich glaube, vor 3 Wochen oder so war ich hier in so alten Tunneln aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und
Da sind so alte, Geschütztürme. Mhm. Die konnte man, ich weiß nicht, ob das ein möglicher Lost Place ist, aber hat schon so die Anmutung davon. Okay, cool. Das Datum auf dem Plakat liegt um einiges vor meiner Geburt. Gucken, ob ich ein Foto teilen kann. Sieht genau aus wie die neuen. Ein Schnappschloss hindert mich daran, den Schrank zu öffnen. Ja, Schnappschloss, geil. Da benutzen wir doch jetzt einfach mal unsere Haarspange. Oh Mann. Da benutzen wir doch mal unser historischen Dolch. Mhm. Klar, der ist 1000 Jahre alt. Die Klinge des Messers passt genau zwischen die Tür und den weichen Holzrahmen. Die Voll Tür gut. bewegt sich ein bisschen und blockiert dann völlig. Meine Finger okay. passen nicht in den winzigen Spalt. Ich weiß, was da reinpasst. Der Schlüssel, mit dem kann ich da einhaken vielleicht. Nee. Vielleicht kann ich ja mit der Klammer hier einhaken. Die Haarspange ist zu dick für den schmalen Spalt. Die Messerklinge ist zu dick für den engen Spalt. Okay. Ja, ich finde das auch echt schön gezeichnet, Turrican. Das ist eine schöne. Sieht echt schön aus. Hier ist ein Fahrsignal. Ein Hochspannungsschild ist ein gutes Argument, die Ampel in Ruhe zu lassen. Tja. Es ist zu gefährlich, auf den Schienen rumzulaufen. Ich erinnere mich zu gut daran, was Wile E. Coyote immer passiert ist, wenn er sowas versucht hat. Wile E. Coyote? Heißt er nicht Willy? Oder hat man das nur so ausgesprochen? Vielleicht ist es so, dass man es im Deutschen irgendwie so ausspricht. Weiß es nicht. Also ich glaube, man schreibt dann schon so. Ich probiere jetzt mal alles mit diesem Dolch ein bisschen zu attackieren. Da ist ein schmaler Spalt jetzt und da brauchen wir irgendwas, um den zu bearbeiten. Zum Beispiel könnten wir uns doch was von diesem Plakat abschneiden. Ja, oder auch nicht. Ja, yeah, was machen wir denn? Süßigkeitenautomat. Der lockt mich. Schick mal ein Bild von dieser Kanone in den Chat. Was haben wir denn sonst noch? Kann ich damit vielleicht was rauspulen aus dem Münzschlitz? Das war so eine Art Lost Place. Ja. Drei Hotspots? Nee, doch nicht. Oder? Ich habe jetzt diese Haarspange benutzt. Kommt da jetzt gerade eine U-Bahn? Nee, kommt keine U-Bahn, dachte ich nur. Da oben ist auch noch ein Hotspot. Münzeinwurf. Okay, lass mich mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie noch eine Münze irgendwie rausbekommen. Dieser Automat hat vier verschiedene Hotspots. Da muss doch was gehen. Ich schiebe die Haarspange in den Schlitz und was immer auch da geklemmt hat, verschwindet im Automaten. Hm. Hast du irgendwas noch im Inventar, um es rauszuholen? Ja, ich würde es einfach mal angeklickt. Ah, jetzt macht's es. Okay. Ich nehme einen alten englischen Penny heraus. Oh, wow. Der Schacht ist leer. Auch damals schon wollten Automaten erst Geld, bevor sie etwas ausspuckten. Okay, also ich habe jetzt eine Münze. Aber ich könnte jetzt die Münze in die Waage reinstecken, oder? Da wollte ich ja vorhin auch Geld haben. Dann wiege ich mich jetzt. Das ist ein Geheimgang. Ich fahre jetzt runter. Nee, ich werfe nicht. Den Penny ein, die Nadel zuckt einmal rostig auf und die Waage spuckt eine Karte aus. Melder meine ich.
Okay, macht gar keinen Sinn, aber warum hier ist eine Karte? Das Gewicht ist in alten imperialen Einheiten angegeben, die mir gar nichts sagen. Auf der Karte steht auch mein Tageshoroskop. Ein Familienstreit wird sich zu ihren Gunsten wenden. Oh, das ist gut. Was mache ich? Ah, ich weiß, was ich mache. Mit der Karte kann ich jetzt hier in den. Also es macht so semi-Sinn, aber wahrscheinlich kann ich jetzt in diesem kleinen Schlitz hier so einen Riegel irgendwie aushebeln. Und das erinnert mich an meine Studentenzeit, als ich regelmäßig meine Hausschlüssel vergessen habe. Einmal mit der stabilen Karte zwischen Rahmen und Schloss gewackelt und schon geht der Riegel auf. Hast du mal eine Tür geknackt so? Mit so einer Karte? Hm. Ja? Vor kurzem erst, ja. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich drücke den Knopf, okay? Was auch immer der macht. Ja, da ist eine Ampel angesprungen rechts. Ja, dieses Rot. Okay. Ich würde es nicht sagen, dass das alles logisch gar keinen Sinn macht, aber... Der Zug ist mein Transportmittel hier raus. Dass ich keine Fahrkarte habe, darüber kann ich mir an den Docks noch immer Sorgen machen. Yeah! So klassischer Fall von, ah, wir brauchen hier noch ein Rätsel. So. Er hat's geschafft. Geil, oder? Ey, ich muss auch mal ganz kurz durchschnaufen. Das war auch für mich hier als Clickflow-Master super, super anstrengend. Also, gucken wir mal weiter, oder? Okay, es geht jetzt ein Weg. Oh, ist das ein Labyrinth? Ist das so ein Simon the Sorcerer-Labyrinth? Ich hoffe nicht. Machst du mal einen Screenshot? Ja, klar. Warte kurz, ich habe hier mein Tool nicht gestartet. So also nur für Nummer sicher. Nur Nummer sicher. Ja, aber Matthias ist geil. Keine Oystercard geholt. Nee, die Frage ist aber auch, wann spielt denn eigentlich das Spiel? Aber Oystercards gibt es schon ewig. Ich glaube, die hatte ich schon, als ich das erste Mal in London war. Und das war als Jugendlicher hatten wir so eine Art Abschlussfahrt in der Schule gemacht. Da waren wir ein paar Tage in London damals. War eine coole Tour. Mit dem Bus hin. Dann war das so 1996 oder 97 oder so. Hi, Sascha Humber, grüß dich. So, Christian, ich gehe mal hier oben rein, huh? Okay? Ja, mach das. Bin gespannt, was uns erwartet. Aber ich finde es geil, dass der George so entspannt ist. Das ist so, ist ein Chiller einfach. Ist ein cooler Typ. Und ich finde es geil, wie butterweich das alles scrollt hier. Oh Mann, das ist ein Labyrinth. Ja. Also ein gutes Argument. Wahrscheinlich soll es dann schon in den 90ern spielen. Was gibt's denn hier für Ausgänge? Also hier sind jetzt keine Füße dran. Kann ich hier hochgehen? Turrican wünscht eine gute Nacht, ja? Bis zum nächsten Mal. Übrigens, Turrican, nächste Woche sind wir erst dienstags am Start, weil ich habe montags Urlaub und bin übers Wochenende unterwegs und komme erst Montagabends heim. Wünsche euch was. Schönen Abend, bis nächstes Mal. Okay, neuer Screen. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Lager. Sobald ich mich hinunterbeuge, um das Loch zu untersuchen, verschwindet sein Bewohner in der Dunkelheit. Okay, hier ist irgendwie... Der Bewohner. Hier ist der Bewohner. Sonst gibt's hier aber erstmal nichts. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich schau mal, ob's da oben weitergeht. Nee, oder? Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Nee. Interessanter Sound im Hintergrund. Das könnte ein Tier sein, ein Vogel, das könnte auch ein quietschender Reifen sein. Ich gehe mal hier wieder zurück. Hm.
Aber die Zeitschrift, die stammt auch aus den 90ern, ne, Matthias, oder? Also hier ist auf jeden Fall ein Ausgang. Ja, ich hoffe das auch. Also ich bin überzeugt, wenn man sich traut und mal bei Cultboy oder so nach einem Review sucht für das erste You Don't Know Check, das der Chrissy und ich mal gespielt haben, da gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, ah, voll guter Humor. Ja, damals war der bestimmt voll gut, aber heute nichts. Und ich nicht meine, mehr. Nichts ist so wichtig, dass ich dafür durch diesen oh nein, da setze ich keinen Fuß rein. Naja, damals fand, ja natürlich, ich fand solche Witze damals auch lustig. ich finde es eigentlich heutzutage echt schade, dass ich so lustig fand. Oh! Ja. Was ist los? Ganz ruhig, Stubbart, das war nur ein Vogel. Ich meine, damals gab es ja auch diese ganzen Heftler und diese ganzen Bücher, wo da irgendwie Blondinenwitze drin waren oder irgendwelche anderen Randgruppenwitze. Das war ja auch so ein Trend, Christian, oder? Wenn man sich so überlegt. Es gab eine Zeit, da war es total cool, dass es halt so Randgruppenwitze gab. Ja, ja natürlich. Gibt es das heute noch? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es, also keine Ahnung, wann war das denn so in der Jugend? Da müsste man Jugendliche von heute mal fragen. Ja. Noch wow, so ist. Geile Grafik. Die Frage, ob das bei uns jetzt weggefallen ist aufgrund des Alters oder aufgrund der Gesellschaft. Ja. Aber ich glaube, wenn man das Internet durchstöbert, findet man noch einige Randgruppen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich meine, allein über so Nerds kannst du ja schon einen Haufen Witze machen. Ja, obwohl ja Nerds irgendwann cool geworden sind, dadurch nicht mehr als Randgruppe gelten. Ja. Unvergessen wie damals, als in Deutschland die Ehe für alle beschlossen wurde, als ich dann im Firmenchat geschrieben habe, Leute, Entwarnung, Ehe für alle, heißt das nicht, dass jeder von euch jemand zugewiesen kriegt. Waren ein paar echt sauer damals. Oh. Die Frage ist ja noch, ja? Bei Randgruppenwitzen, ob Leute über Randgruppenwitze machen dürfen, wenn sie selbst in der Randgruppe sind. Ich glaube, letztes Mal so eine lustige Diskussion mitbekommen, ja, dürfen Behinderte Witze machen über Behinderte. Ja, es gibt ja auch Comedians, die beispielsweise so eine Körperbehinderung haben und dann darüber genau. Spaß machen. Also keine Ahnung, ich bin mit Namen super schlecht, aber es gibt so einen Typ, der im Rolli ist und der dann da Leute verarscht halt. Und das finde ich auch lustig zum Beispiel. Hm. Oder es gibt auch auf Instagram, da gibt es so Pflegeheim, wo so super alte Leute sind und die machen aber auch so Comedy-Zeug und es ist teilweise echt sehr, sehr lustig, was die da machen. Und das finde ich aber auch cool, wenn irgendwie so Leute mit 80 dann noch so Blödsinn machen irgendwie. Ja, das meine ich ja, das ist. Ja. Ja, übrigens, Matthias, die Art und Weise, wie You Don't Know Jack funktioniert hat, fand ich auch ziemlich cool. Und das hat uns auch immer noch Spaß gemacht, so diese verschiedenen Kategorien, die es da gab und so. Das war schon lustig. Und ja, ich glaube, der Stil des Spiels würde auch heute noch genauso klappen. Absolut. So vom Entertainment-Faktor. Und ja. Ist halt die von D-Mark auf Euro umstellen und ein paar Randgruppen überarbeiten und dann wird es auch wieder gehen. Es gibt ja da auch modernere Versionen. Ich glaube, die meisten gibt es aber nur auf Englisch und bei so Quizspielen, da finde ich es für mich immer zu schwierig, wenn das irgendwie nur auf Englisch ist. Mhm. Und ist das eigentlich ein Remake hier? Ja, ist ein Remake, aber der Umfang des Spiels sollte identisch sein. Das Remake zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass man diese Porträtfotos noch sieht. Die sind neu. Also wenn du einen Dialog hast, was ab und an mal vorkommt, dann hast du jetzt diese kleinen Porträts, die sind neu gezeichnet. Und so ein paar wenn technische ich springe, Sachen. Komme ich gerade soeben an den Ast. Aber ich glaube. Auf einen Baum zu klettern, das hilft mir in dieser Situation auch nicht weiter. Okay, aber ich glaube, was den Umfang des Spiels angeht, ich glaube, da hat sich nichts verändert. Mhm. Ja, bei so englischen Sachen, also ich finde ein Spiel jetzt auf Englisch zu spielen, wo du auch ein bisschen Zeit hast, wo du nicht so super schnell reagieren musst oder was zu lesen oder so, das finde ich auch okay oder keine Ahnung, eine Folge Next Generation auf Englisch oder so angucken, das finde ich auch okay. Aber wenn du halt bei einem Quiz schnell reagieren musst, dann und vor allem bei You Don't Know Jack sind ja oft auch so Sprachfeinheiten irgendwie Teil der Frage, da bin ich halt auch komplett raus. Soll man es mit dem Eber anlegen? Ja.
Der Schnauzenausdruck des Ebers sagt deutlich, vergiss es, Stobbart. Ja. Magic Stick, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, eine gute Woche und vielleicht sehen wir uns ja dann nächste Woche Dienstag. Ich glaube, Christian, wir machen noch 20 Minuten oder so. Ja, ganz wie du willst. Du hast ja gesagt, du willst ja, nicht so lang machen. Dann sag einfach, wann ja. du müssen den Eber mal betäuben, oder? Ich komme ja wohl nicht nahe genug ran, um den Pfeil in ihn reinzupieksen. Ach, come on. Also der Eber lässt uns nicht durch. Ja, Herr Eber. Okay, hier ist ein Ast, da kann man irgendwas... Okay, geht's hier irgendwo weiter? Ah, das kann ich gut verstehen, Matthias. Wenn es irgendwie so stressige Stellen gibt, dann ist es schon schwierig, wenn man so die Feinheiten von der Sprache nicht versteht. Aber von den ganzen Telltale-Games wurde da nicht schon ziemlich viel dann im Nachgang auch noch auf Deutsch übersetzt. Also ich glaube, die Tales of Monkey Island, die gibt's doch auf Deutsch. Und ich glaube, ein Großteil von den anderen Sachen glaube ich auch, oder? Hm. Ja. Und ich meine, Star Trek ist so eine große Marke. Das sollte man doch eigentlich annehmen, dass die das vielleicht auch noch übersetzen. Wenn es hier bei uns viele Fans gibt. Ich gehe jetzt nochmal da oben rein, Christian. Warte erstmal, bis du dich ein bisschen bewegst, bevor ich große Ideen äußere. So, jetzt bitte Ideen äußern. Ich wollte nur mal kurz abscannen. Hoch, rechts, links, runter und dann rechts, links, hoch. Hä? Ja, geh den Weg einfach mal weiter, oder? Es geht da hinten jetzt weiter. Hier unten ist der Sumpf. Und hier ist nur so. Ah, hier ist was. Schilfrohre. Ah, okay, jetzt weiß ich's. Wir haben ein Schilfrohr. Und wir benutzen das Schilfrohr mit dem Pfeil und endlich können wir diesen verflixten Giftpfeil benutzen. Oh, cool. Ein richtiges Glasrohr. Wo ist es denn? Hier. Ja, Mann! Ja. Das Ende des Schilfrohrs ist zu eng für den Pfeil. Oh, Alter. Alter! Nein. Na klar. Also ich glaube, dass das Spiel mega gut zu dir passen wird, Matthias. Es passt ein nicht. Ein kurzes, mal. Hohles Schilfrohr. Ein kurzes, hohles Schilfrohr. Ich weiß es nicht. Okay, das Schilfrohr. Vielleicht müssen wir was anderes damit machen. Vielleicht können wir mit diesem Schilfrohr dieses komische Tier da ein bisschen provozieren, damit das rauskommt. Ja. Das ist eine gute Frage, Sascha Humba. Ich würde sagen, dass es handgepixelt ist. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit. Also ich glaube nicht, dass es eine 3D-Figur ist. Das wirkt für mich schon irgendwie wie eine 2D-Grafik. Aber es sind sehr viele Animationen dabei auf jeden Fall. Das war aber auch schon im ersten Teil so, oder? Das Ende ist sauber abgebissen. Okay. War das nicht auch schon beim ersten Teil so, Christian? Jetzt weiß ich genau, was da drin wohnt. Dass sie da auch viele... pelziges Wildvieh. Wildvieh. Waren da nicht auch schon viele so Animationen, die man nur einmal gesehen hat oder so? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe eine Waffe jetzt. Der Pfeil passt genau in das Rohr. Prima. Schon bin ich bewaffnet und gefährlich. Wow. Doch MacGyver. Es ist MacGyver. Ja, ich finde, da steckt mega viel Liebe drin. Ich finde auch diese Hintergründe wirklich schön. Weil je nach Location haben die zur Verfügung stehenden Farben halt echt so total liebevoll eingesetzt. Irgendwie, dass die auch so atmosphärisch rüberkommen. Also ich finde es echt schön. Und da ist auch wieder, das hast du so ein Spiel, das so uralt ist und
Das sieht immer noch gut aus. Das finde ich schon cool. So. Bist bereit fürs Wildschwein? Auf jeden Fall. Operation Eber. Operation Eber. Weg mit dem Schwein. Das war so Parallax-Scrolling, gell? Dass man so verschiedene Ebenen hat. Ich muss mal parallel im Stream gucken, weil bei mir scrollt es nicht. Bei mir hüpft es. Ja. Aber jetzt sehe ich es, ja. So. Aber wir haben keine große Verzögerung heute. Das ist maximal eine Sekunde. Mega. Ist echt gut. So. Ich mache jetzt mal hier kurz Judgment Day mit dem Eber. Sorry, Herr Eber. Timon oder Pumba? Pumba. Der Eber sieht entschlossen aus, mich am Weitergehen zu hindern. Hasta la vista, Eber. Eber. Ach, ich dachte, der hat jetzt den Pfeil geschossen schon. Benutze Pfeil mit Eber. Wie er sich dieses riesen Ding aus der Tasche holt. Ah. Geil. Ah, Eber stürzt erstmal die Klippe runter, oder? Geil, naja. So. Arme Eber. Bist du auch so gespannt, was sich da verbirgt? Ich meine, vielleicht haben wir ja Glück und können... Die zweite Eber. Die Ebermutter. Ich hab keine Munition mehr. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können in den nächsten 10 Minütchen oder so noch diese Dschungelszene abschließen. Das wäre ganz cool. Seine Hose ist aus dem Sack des Weihnachtsmanns gemacht. Ja. Das ist ein Labyrinth schon wieder. Oh Gott, jetzt ist ein richtiges Labyrinth jetzt. Ja, oder er hat den Stoff, den auch der Inspektor Gadget für seine Tasche hat. Sind wir wieder hier? Okay, das Labyrinth ist nicht so groß. Es geht. Ja, zum Glück. Also bei Sam the Sorcerer fand ich es super stressig. Weißt du noch, das war das nur mit Hilfe von dem oder Hermine Granger, ja. Dass wir es nur mit Hilfe von dem Dings geschafft haben damals bei Simon the Sorcerer, von der Karte, ja, die du gezeichnet hast. Ich habe sie ja gezeichnet und dann habe ich mal gesagt, wo es hingeht. Und Pflanze löst sich vom Felsen, war absurd. Als ich okay, ich habe jetzt Kletterpflanze. Die vielleicht. Kletterpflanze sieht mir nicht so aus, als würde sie mein Gewicht tragen. Okay. Die Kletterpflanze liegt auf dem Boden und hat ausgeklettert. Felsnadel. Keine Chance. Um da hochzukommen, müsste ich wohl erst von einer radioaktiv verseuchten Spur. Ja, Mann! Ja, Mann! Spidey. Eine Felsnadel in der Mitte einer Lichtung. Okay. Müssen wir uns merken, was geht noch mit der Felsnadel? Das sieht nicht aus wie eine natürliche Felsformation. Plötzlich fällt mir Catchs Logbuch ein. Denn steht es nicht geschrieben, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen wird? Das scheint mir jetzt irgendwie bedeutsam. Das haben wir doch vorhin schon mal gehabt. Ja, das stand nicht im Logbuch drin. Ja. Und jetzt steht es hier an diesem Phallus-Symbol. Felsnadel. Es steht nicht da dran, er hat sich nur daran erinnert, dass er es im Logbuch gelesen hat. Schauen wir mal, was es da links gibt. Okay, dann komme ich da wieder raus. Ich kenne auch diese Kangaroo-Superschuss-Werbung, ja. Ich gehe da jetzt wieder zurück und nehme mal den anderen. Ja, kenne ich Kangaroos. Ich überlege gerade, ob ich welche hatte. Ich glaube, die waren für Kinder. Kindermäßig waren die echt ganz schön weit vorne dabei, glaube ich. Jetzt gehe ich nochmal einmal dahinter. Oh, hier waren wir auch schon mal. Ach cool, hier geht's für einen Weg. Das wusste ich gar nicht. Hier geht's hinter. Hier ist der Sumpf. Haben wir noch irgendwelche neuen Gegenstände? Nee. Kann ich das Netz vielleicht irgendwie drauflegen auf den Sumpf? Was zum... Lustige Geräusche. Immer mit der Ruhe, Mann. Das war nur ein Affe. Mensch, nicht identifiziert als Affen.
Da kann man nicht mehr hintergehen. Okidoki, dann würde ich aber sagen, Christian, lass uns doch mal an der Stelle speichern und nächstes Mal weitermachen. Guck mal, wie viel Prozent wir haben. Ja, dann haben wir mal so eine ungefähre Abschätzung, was wir noch speichern, haben und brauchen. Ich speichere hier. 75%. 75, so eine schöne Zahl zum Aufhören. Ja, vielleicht schaffen wir es ja dann nächste Woche, das auch durchzuspielen. Ja, fangen wir vielleicht ein paar Minuten früher an und machen ein paar Minuten länger und dann sehe ich für 25% eine ganz gute Chance. Ich glaube, wir haben es jetzt ja aufgeteilt, das war heute Teil 4, den wir gemacht haben. Genau. Das kürzer. Ist der, kommen wir das letzte Mal Teil 5, dann gehen wir halt ein bisschen Vollgas. Ganz genau. Ich schaue mal ganz kurz nochmal hier in mein Kalenderchen. Ja, nächste Woche habe ich sonst. Also wie gesagt, nächste Woche, das ist dann der 13. Aber da genau, abends. Dienstag der 13. Da habe ich abends Zeit und Mittwoch nicht so sehr früh. Genau. Wir sind nämlich am Wochenende im Urlaub, im nächsten Wochenende machen einen Fahrradurlaub. Das heißt, wir fahren mit dem Rad und Gepäck hier los und machen dann eine schöne Tour irgendwo hinter Stuttgart und übernachten da in so einem Zirkuswagen. Oh, auf so einem Bauernhof. Ja, habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Macht ihr das über den Feiertag und Brückentag und sowas? Nee, nicht über den Brückentag. Wir fahren, ich arbeite am Freitag, also Donnerstag. Ich habe erst gestern erfahren, dass am Donnerstag Feiertag ist, fand ich ganz geil. Ich habe es heute erst erfahren, aber hier ist keiner, deswegen ist egal. Ah, finde ich doch geiler. Nee, also Donnerstag habe ich jetzt frei, spontan, geil. Freitag arbeite ich und Samstag früh fahren wir los und montags dann zurück, damit es nicht so stressig wird, weil es sind wie 120 Kilometer. Das heißt, wir fahren da am Donnerstag, am Samstagmorgen hin, machen dann Sonntag easy und fahren montags wieder zurück. Und, das klingt entspannt. Ja. Okay, ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir sehen uns spätestens am Dienstag oder in diesem ominösen Cyberspace. Genau, schönen Abend. Und wenn ihr noch ein paar Trailer habt, schickt sie rüber. Und wenn ihr im Kinofilm wart, sagt mal Bescheid. Dann, wir brauchen Anregungen. Das auf jeden Fall. Und ich muss mir auf jeden Fall überlegen, wann ich mir diesen Spider-Man-Film im Kino anschaue. Denn da habe ich echt Bock drauf. Ich habe auch Spider-Man Miles Morales habe ich auch auf der PlayStation gespielt. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. So machen wir das. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lost Places und Asterix Comics. Danke, macht's gut, gell? Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.